Dieses Video wird präsentiert von Fantasy Inn. Herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Der Jürgen ist endlich wieder da und wir spielen was ganz Neues. Achtung, Panzer! Das ist so neu, dass ich tatsächlich nur eine PDF habe und mit nicht mal mit Pappmarkern, sondern mit wüst ausgeschnittenen Papiermarkern hier arbeiten muss. Und ja, dementsprechend habe ich natürlich die Regeln auch noch nicht zu 100% verinnerlicht, so wie ich das bei Bold Action natürlich immer voll drauf habe. Also da ist ja 110%. 110%. Ja, ja, ja. Also heute könnt ihr ein Spiel von zwischen uns erwarten, wo wir die Regeln noch besser nicht kennen. Ja. Aber tatsächlich, wir sind mit einer der Ersten, die das jetzt präsentieren dürfen. Da sind wir, das macht uns sehr stolz. Und wir spielen heute eine Partie Achtung Panzer. Wir werden einiges auslassen, denke ich mal, ne? Ja, wir lassen wir weg. Wir spielen das so gut, wie wir die Regeln kennen. Ja. Das ist also ein bisschen Nachsicht, wenn wir ein, zwei Sachen noch falsch machen. Aber es wird ein, glaube ich, sehr guten Eindruck des Spiels vermitteln. Ja, der Mechanik. Wie die Mechaniken funktionieren. So, dass das eine oder andere dann vielleicht nicht ganz 100% richtig ist, das sei uns nachgesehen. Und letztendlich ist es ein Demospiel, da wird eh immer geschummelt. Stimmt, weil ich muss eigentlich gewinnen. Ah ja. Ja. Gut, ich versuch's. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Und am Ende des Videos werden wir dann nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Wie wir es fanden, was da noch kommen könnte. Vielleicht hat da Jürgen auch noch ein bisschen was im Petto. Und jetzt erstmal historischen Spaß. Ich habe meine schon gemacht. Ich habe 51 Punkte. Wir machen 52 Punkte. Wir machen deine jetzt. Du wirst auf 51 Punkte kommen. Das habe ich vorher schon mal so ein bisschen überlegt. Und du wolltest ja jetzt die 3 MC mitnehmen. Und jetzt kaufen wir uns erstmal diese 3 MC. Die kosten so nichts. Was teuer ist, ist die Crew. Ja, und zwar gibt es da unterschiedliche Kaliber der Crew. Und zwar 3 Stück. Ja. Low, Middle und High. Ja. Dementsprechend gibt es auch 3 verschiedene Punktwerte dann dafür. Wir haben jetzt genug Punkte, um dir 2 lowe Kaliber Crews zu kaufen und eine hochkalibrige Crew. Mittlere Crew. Ja. Hoch geht gar nicht. Das beeinflusst, wie gut die Fähigkeiten der Fahrer, des Schützen und des Kommandanten sind. Okay. Das machen wir gleich. Erstmal müssen wir jetzt aber eine Sache machen. Im Grundspiel sind diese Fahrzeugkarten drin, die sind jetzt da rauskopiert. Es gibt aber natürlich schon fertig ausgefüllte. Ja, und im Grundspiel hast du halt für die beiden Panther und für die britischen Panzer drin, da drin sind jeweils die Karten. In den Starter-Sets, also in den Force-Starter-Sets, hast du alle der Fraktionen drin. Okay. Einmal. Mhm. Ja. Das heißt aber, wenn du zweimal Sherman spielen möchtest, brauchst du entweder ein zweites Set, was ein bisschen Overkill wäre, oder aber du nutzt halt einfach die zum Rauskopieren aus dem Regelbuch. Ne? Kann man natürlich ein bisschen schöner auf dickeren Karton machen, aber für Papier, jetzt für hier, reicht es auch, weil die kann man dann halt auch später dann wegschmeißen. So, das Erste, was wir machen, ist, wir füllen das jetzt hier aus. Wir haben jetzt hier Low Kaliber, das heißt, der kostet 16 Punkte. Das können wir uns mal aufschreiben. Ne? So, dann kann der Namen kriegen, der heißt jetzt Daisy. Daisy. Ja, keine Ahnung, ist ja egal. Wichtig ist, dass das ein M10 ist. Ja. Ja. So, der hat eine Klasse. Auch da gibt es dann eine Liste im Regelbuch. Das sind jetzt die Sowjetpanzer. Wie seht ihr, ich habe das alles erstmal nur kopiert und das ist auch total geheim. Ja, ne? Ja, die ja. Briten und da sind die USA-Panzer. So, die brauchen jetzt die Liste. Weil da haben wir alle Werte, die fürs Spiel relevant sind. Bis auf die Durchschlagswerte, die sind auf einer anderen Liste. Naja. So, du hast hier den M10 Tank Destroyer. Ja? Da steht ja, Klasse hat der 3. Das ist jetzt nicht relevant, aber wir schreiben es trotzdem auf. So, hier Speed. Das ist der erste Wert. Speed hat er 7. Das ist noch relativ normal. Also schon einer der schnelleren. Hull Down Wert, der ist auch wichtig. Ist bei dir 3. Und Close Assault ist 1. Das ist nicht so gut. So, dann kommen jetzt hier die Werte Spot und Aim.
Ja, das ist hier. Das heißt, wie viele Würfel du würfelst, wenn du das gespottet hast. Ja. Und in diesem Fall, wenn du gespottet hast, würfelst du nur einen. Und wenn du geaimt hast, drei. Okay, das ist... Ja. Gibt es Sachen, um solche Würfelwürfe zu verbessern? Also um die Werte zu verbessern? Nein. Die sind fix, die sind halt einfach fürs... Die kann man nicht verändern. Ich könnte jetzt zum Beispiel keinen Jeep zum Beispiel mitnehmen, um besser zu spotten für den M10. Ach. Könntest du. Also den Jeep nicht, aber ein Spähfahrzeug. Ah, okay. Na? Also zum Beispiel ein Scout-Car. Okay, alles klar. Du würdest dadurch nicht nur, also wenn du es Scout-Fahrzeuge mit hast, die können für die ganze Einheit spotten. Da kommen wir aber gleich im Spiel zu, was Spot wirklich bedeutet. Okay. Ja? So, lass uns das hier eben, wir würden jetzt hier nur noch die Werte eintragen und dann kann man damit loslegen, die sucht man sich hier raus. Und im Spiel erkläre ich dir, welche Werte das sind. Okay, und dann habe ich quasi für jeden Tank auch eine Karte. Genau, das müssen wir dann gleich eben kopieren. Okay. Was wir jetzt machen, wir haben jetzt ja die Panzer fertig gelegt. Wie gesagt, ich habe einen mittleren Panzer und einen niedrigen, also einen niedriges Kaliberpanzer. Jetzt muss ich gucken, wie gut die Besatzung wirklich ist. Dafür brauche ich einen W6. Ja. Den würfel ich. Je höher, desto besser. Okay. Ja. Für den mittleren habe ich jetzt eine 3 gewürfelt. Und dann gucke ich hier auf meiner Tabelle nach. So, wir haben jetzt gewürfelt. Für mein mittleres Kaliber habe ich eine, was habe ich gewürfelt? Eine 3. Eine 3, das heißt, ich kriege 5 Sterne. Okay. So, und jetzt kann ich diese 5 Sterne auf meine 3 Crewmitglieder verteilen. Den Fahrer, den Schützen, der alle Waffen, also ne, auch wenn mehrere Waffen im Turm sind, wie bei den amerikanischen Panzern, so einen Schützen, der die Kanone bedient, und den Kommandanten verteilen. Es empfiehlt sich, einen Veteranenkommandanten zu haben. Okay. Ja? Dafür brauche ich 3 Sterne von meinen 5. Mhm. Und ich muss mindestens einen geben. Das heißt, ich könnte dem jetzt einen Veteranenkommandanten geben und hätte einen unerfahrenen Fahrer und einen unerfahrenen Schützen. Okay. Und genauso mache ich das. Dafür gibt es dann entsprechend hier diese kleinen Token. Ja, 4 Sterne ist Elite, das brauchen wir nicht. Wir brauchen dann halt entsprechend den mit 3 Sternen. Das wäre der Veteran. Das heißt, mein Kommandant hier, würde man dann mit den richtigen so hier hinlegen. Ah, okay. Ne, und dann weiß man, 3 Sterne. Kannst du aber natürlich auch mit dem Stift hinmalen. Okay. Ja? Das heißt, dadurch, dass er 3 Sterne hat, schafft er alle Tests, die er machen muss, alle Crew-Tests auf dem Wurf von 2+. Okay, das ist stark. Ne? So, dementsprechend hat er nur 3 Sterne, schafft er ihn auf 3+, hat er nur 1 Stern, schafft er ihn auf 4+. Okay. So, das heißt, ich habe 2 mit einem Stern. So. Und das Gleiche macht man dann für alle seine Panzer. Okay. Ne? Und man kann das dann frei verteilen. Du kannst das frei verteilen. Du kannst sagen, so, ne? Weil ist wichtig, der Commander hat eine Sonderregel, wenn er Veteran ist. Mhm. Das heißt, er kann, wenn er ein Fahrzeug gesehen hat, das ist eine taktische Aktion, davon hast du nur 3 im Spielzug. Ja. Macht er einen Crew-Test auf die 2+, und wenn er den besteht, dann war das keine taktische Aktion, dann wird er trotzdem gesehen. Alles klasse. Ja. Gut, das heißt, das mache ich jetzt auch für all meine 3 Panzer. Ja, ich mache das jetzt eben noch für meinen. Genau, gucken wir uns nochmal an. Für den Unerfahrenen. Der hat eine 4. Das ist also meine Tabelle besser wahrscheinlich. Ja, das wird ungefähr das gleiche sein. Weil der startet mit einem niedrigeren Wert. So. 4. So, Low Kaliber, eine 4 gewürfelt, hat 4 Sterne. Das heißt, da kriege ich nur einen mittelprächtigen Kommandanten hin. Und die anderen beiden haben auch jeweils nur einen Stern. Okay, dann werde ich das jetzt auf der anderen Seite genauso machen. Ja, für meine Panzer habe ich jetzt auch gewürfelt. Ich habe hier 2 Low Kaliber und ein Medium Kaliber. Und die Aufteilung ist wie folgt. Der erste Low Kaliber hat einen 3 Sterne Kommandanten, ein 1 Stern Gunner, ein 1 Stern Driver. Bei dem zweiten habe ich es mal ein bisschen verändert, um halt auch wirklich mal einen Unterschied feststellen zu können. 2 Sterne im Commander, einer im Gunner und ebenfalls 1 Stern im Driver. Und bei dem Medium Kaliber ein 3 Sterne Commander, ein 3 Sterne Gunner und ein 1 Sterne Driver. Ja, was das alles bedeutet, ich habe keine Ahnung. Wir werden es jetzt gleich feststellen. Wir haben ja, jetzt hier noch ein Ammo Rack. Das müssen wir füllen. Ja, und jedes Fahrzeug kommt mit HE-Granaten. Da hast du einen unbegrenzten Vorrat von. Also HE unbegrenzt. Unbegrenzter Vorrat von. Dann hast du HE von meinem zweiten Panzer. Dann hast du Armor Piercing. Ja, logisch. Auch unbegrenzt? Auch unbegrenzt. Und den packen wir gleich mal hier in Ready. Dann ist dann die Armor Piercing geladen.
Okay. Das kann man vorher bestimmen, ja, oder ist das, das so? Solltest du vorher bestimmen. Muss man vor, okay. Du fährst ja nicht mit ungeladenem Panzer, nicht schon. Nein. Also. Das ist auch wichtig, weil du musst, dann, wenn du den abgeschossen hast, musst du nachladen. Okay. Ah, okay. Na? So, dann hast du auch noch Smoke. Smoke, ne? Oder ist das Special? Nee, das ist, könnte Special sein, ne? Ja, das sind sehr, sehr klein, glaube ich, sehr klar. Hat meine Frau zu klein ausgedrückt. Und Smoke. So, von den Special hast du nur einen. Ach, ein Schuss, okay. Ja, du kannst mehr bekommen in Kampagnen. Okay. Ja, du hast einen Schuss. Okay. Ja. Und der Special, ne, das ist halt besonders gehärtete Munition, siehst du hier bei Penetration. 8 ist deine normale, also jetzt bei dem Panther, die normale Penetration für ein Armor-Piercing-Geschoss. Ja. 11 mit dem Special. Okay. Du musst dir sehr gut überlegen, wann du den einsetzt. Okay. So, das gleiche haben wir hier dann auch. Wie gesagt, und Smoke ist, es gibt zwei verschiedene Arten von Smoke in dem Spiel. Es gibt einmal die Rauchgranate, ja, die schießt du, also mit Pappmarkern geht das natürlich besser, das hinzulegen. Ne? Ja. Das ist, wie gesagt, hier ein bisschen improvisiert, weil ich halt auch nur die PDF habe. Ja, es wird sehr winzig. Ne? Hoffen wir mal, dass es im Original dann ein bisschen größer ist. Ja, das kann ich tatsächlich nur nicht sagen, weil ich das Original auch noch nicht gesehen habe. So. So wäre es dann, ne? Mhm. So, das müsstest du bei deinem Panzer dann auch gleich drücken. Ja. Es gibt halt auch Smoke-Granaten, die schießt du auf gegnerische Panzer, um den einzunebeln. Ah ja, okay. So. Und dann hast du aber auch selber, bei den meisten Fällen, Smoke-Werfer. Dann hast du auch noch hier so einen kleinen Token für den Smoke-Werfer. Ist das standardmäßig bei jedem Tank? Oder ist das so ein... Nee, das ist unterschiedlich, tatsächlich. Okay, tatsächlich. Okay, guck mal nach, das steht halt in den Daten drin. Okay. Ne? Meine haben es, wir machen es für deinen auch. Und das Letzte, was wir haben, ja, auch wichtig, Luke auf oder Luke zu für den Kommandanten. Ah, okay. Ne? Mit Luke auf sieht er mehr. Wir haben hier, ist so das Turmsymbol, da hast du ein Luke auf Symbol. Ja. Bei dir ist das egal, du hast ja auch ein bisschen offen. Ne? Und dann muss ich noch ein zweites Haus suchen, der andere geht auch mit Luke auf. Okay. Ne? Also das heißt, diese Marker sind quasi aber nur, um anzuzeigen, was ist gerade geladen. Genau. Okay. Ne? Das kann man sich theoretisch natürlich merken oder halt anders darstellen. So, das ist zum Beispiel das Äquivalent, das hier wäre Luke zu. Was bedeutet dann dieser Load, das Load-Kästchen? Weil ich habe ja hier ist ready. Ja. Das heißt, hier lade ich. So, pass auf, du schießt sie ab. Ja. Dann geht die ins Ammo-Rack. Ja. Und dann musst du sie laden. Ja, ist wahrscheinlich eine Aktion. Das ist eine Aktion. Und dann musst du sie ready machen. Das ist die zweite Aktion. Okay. Es gibt aber, das nennt sich Forced Load, dann kann man diesen Load überspringen. Okay. Und da kommt die Qualität deines Gunners dann zum Tragen. Der muss dann einen Crew-Test machen. Das funktioniert. Ja, und wie gesagt, mein Gunner hat 4+. Das klappt in der Hälfte aller Fälle. Klappt das nicht? Klappt es nicht, das ist nicht so schlimm. Ja? Also, wenn ich eine 4, 5 und 6 würfel, alles schön. Würfel ich eine 2 und 3, klappt es nicht. Würfel ich eine 1, könnte das ganz doof werden, dann muss ich mich normal würfeln. Und würfel ich dann eine 1, ist es eine Kalamität. Das heißt Kaboom. Nee, Kaboom heißt es nicht, aber dann geht es direkt wieder zurück ins Rack, dann bin ich ungeladen. Dann hat er das Ding fallen lassen, auf den Fuß, durch den Panzer hüpft er nicht, aber hat Schmerzen. Okay. Ja. So, und wenn du das bei deinen dann gemacht hast, dann sind die Panzer soweit einsatzbereit. Ja? Okay. Wie gesagt, das sind ja Zettel, die sind ja auch Papier, kann man auch, wenn man möchte, da draufschreiben, wenn man das mit den Token nicht machen möchte. Aber ich finde das eigentlich eine ganz schöne, witzige Lösung. Da ja. Jetzt, weil ich möchte hier auch Luke aufhaben. Okay, dann werde ich das bei meinen Tanks jetzt genauso machen. Ja, und dann nimmst du die mal auch dann drüber und dann können wir gleich schon fast loslegen. Perfekt. So, jetzt kommen wir zu den Karten, die im Spiel sind. Ja, es gibt zwei Arten von Karten. Das eine sind die Event-Cards und das andere sind die Asset-Cards. Also Vorteilskarten. Mhm. Ja. Die Event-Cards kriegst du so. Du kriegst ein Deck auf die Hand, ja, das abhängig ist von der Größe. Wir haben jetzt hier mehr als 3 Panzer. Das heißt, jeder von uns würde 4 Karten aus dem Stapel ziehen dürfen. Mhm. Wenn du mindestens einen Veteranenkommandanten hast, ich habe gesagt, das bringt Vorteile, kriegst du eine Karte mehr. Okay. Ja? So,
Und dann gibt es die Asset-Cards, die musst du kaufen. Dafür wird gleich auch wieder ein W6 gewürfelt. Okay. Ja, und auch hier, wir haben mindestens 3 Panzer auf dem Feld. Dann gibt es ein D6 plus 1 Sterne. Okay. Die Karten, die kannst du mir hier mal draufhalten, die haben verschiedene Sterne. Er hat einen, er hat 2, ne? Dann gibt es hier 4. Ja? Ja. Und das heißt, du suchst dir dann anhand der Anzahl der Sterne, die du dir gewürfelt hast, die Karten aus, die du einsetzt. Diese Karten kannst du nur einsetzen, wenn eine Eventkarte dir das erlaubt. Ah, okay. Dann darfst du sie einsetzen. Dann gibt es dann so Reinforcements, nennen sich diese Karten. Dann sagst du, jetzt kannst du die erste Karte sparen. Okay, sonst nicht. Es sei denn, auf der Karte steht was anderes. Okay. So, das machen wir jetzt eben. Ja. Ich würfe für mich, für meine Sterne. Ja. Die Sterne, ja. Oh, das ist 1. Gut. W6, also eine. Ein Stern, okay. Und den Würfel, du musst ja nicht meinen Würfel nehmen. Kannst du deinen nehmen. Ich kann ja auch meinen nehmen. Ja. So, ich würfe für meine Asset-Karten, ja. Ja. Ah, ja, aber klar, 6 plus 1, 7 Sterne. Ja, okay. Das heißt, ich darf jetzt hier raus 7 Sterne wählen. Ja. Okay, das mache ich und dann zeige ich sie euch gleich. So, euch kann ich jetzt die Karten zeigen. Jürgen weiß davon nichts. Ich habe mich jetzt für diese 3 Karten entschieden. Ich bin sehr gespannt, was sie dann im Spiel tatsächlich auch bewirken können. Also jeder von uns kriegt jetzt aus dem Deck 4 Eventkarten. Ja. Das ist auch so randommäßig, zieht man die einfach. 4 plus 1, ich verteile die einfach so, fertig. 4. Das ein, du darfst den Stapel aussuchen. Ich nehme mal den. Ja. So, und wenn du die gespielt hast. Darf ich mir die anschauen? Ja, musst du sogar. Musst du sogar, okay. Das ist dein, die hast du auf der Hand. Das sind deine Handkarten. Okay. Ja. Und die werden am Ende auch replenished. Ach so. Ja. Okay, das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Okay, das heißt, wir würfeln jetzt einen W6 hier. Ja. Ich habe eine 4. Ich auch. Dann würfeln okay, wir noch mal. Ich habe eine 2. Ich habe Kippe. Darf ich dir nochmal? Ja, würfeln? Bitte. 4. Ja, dann darfst du zuerst aufstellen, genau. Weil ich habe ja gewonnen. Ja, okay. So, dann nehmen wir hier mal. Das ist die Daisy. Nee, das ist nicht die Daisy. Das ist die Daisy. Ja, es gibt so kleine Marker. Ja, ich kann mir das merken. Mit Buchstaben, ja, die, man, die extra dabei sind. Wie weit darf ich denn reinstellen? In dem Szenario? Ja. Ich habe mir mit dem Szenario überhaupt keine Gedanken. Wollen wir einfach so am Rand? Ja, wir stehen erstmal am Rand, weil du kannst relativ viel fahren. Okay, dann stehe ich mich mal hier hin. Ja, so, dann stelle ich mich mal einfach hier so kennend auf dem Kampfschmink hier. Dann haben wir hier die Molly. Das ist der Veteranpanzer, die 111. Ne? Ja, die Molly. Kommt mal von hier reingedümpelt. Das ist immer gut, wenn man Tonnummern hat. Ne? Dann ist das ja, das ist ganz gut. So, dann geht er hier hin. Mhm. Und dann geht er. Das ist hier ganz schön. Ja, komm, wir wollen ja auch ein bisschen was erleben. Ne? Es geht darum, die Regeln zu demonstrieren. Ne? Und an dieser Stelle sei nochmal gesagt: Es ist das erste Mal, dass wir das spielen. Ja. Wir sind auch noch nicht. Ich muss sagen, wir sind. Sogar regelunfester, als wir es sonst sind in unserem Spiel. Ja. Hier nur den hässlichen. So, das ist ja der Beutel, den wieder so. Ja. Gut, dann liegen hier so witzige Marker auf dem Feld. Ja, die muss ich noch eben erklären. Ja. Das ist Ambush-Gelände. Also das Gelände ist hier klassifiziert. Ja. In offen. Klar. Wo nichts steht. Dann gibt es, das ist hier so ein klarer Sichtblocker, der... Den habe ich jetzt nicht als Ambush-Gelände gemacht, könnte man auch machen. Okay. Ambush-Gelände bedeutet Hinterhalt, da könnte was drin sein, das wissen wir nicht. Ach, das wissen wir nicht. Na? Okay. Es gibt Karten, nämlich zum Beispiel Asset-Karten, wo in solchen Häusern dann mal ein Panzerforce-Team sitzt. Das weiß man nicht, okay. Bis man das nicht aufgeklärt hat. Okay. Dann gibt es Karten wie zum Beispiel Infanterie, die kann man dann auch so ein Geländestück spielen. Und die klärt das dann für mich auf. Ah, okay. Alternativ, und das ist immer die HI-Granaten brauche ich nicht. Alternativ kannst du auch einfach eine HI-Granate reinschießen. Und dann kriege ich das damit auch. Und dann ist das auch aufgeklärt. Also, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass da keiner mehr drin ist. Ja, okay. Ja? Oder es mit deinen Maschinengewehren aufklären, dass du relativ nah und einen sogenannten, du hast so einen Close Assault Faktor, dann fährst du hin und hältst da mal mit den Maschinengewehren rein, um zu gucken, was passiert, ob da einer drin ist. Ah, und dann ist es auch aufgeklärt. Okay. Und wenn es aufgeklärt ist, dann kann auch keine Karte mehr drauf gespielt werden. Okay, alles klar. So. Und das ist deshalb, sind die jetzt hier mit Ambush markiert, den kann man dann umdrehen und dann steht da Clear drauf, mhm. Ne, und dann ist das Gelände geklärt. Okay, wir haben oder man nimmt ihn einfach weg.
Wir haben hier eins, wir haben dort eins, wir haben das Haus und... Das Haus auch. Also alle Gebäude, alle Gebäude, die drei, der eigentlich auch. Der auch, okay. Also man sollte so 7 bis 8 Ambuschgelände mindestens auf dem Feld haben. Okay. Ja? So, das ist das eine. So, Ambuschgelände, da kann man reinfahren. Ja. Soweit, klar kannst du reinfahren, da gibt es aber ganz auch Regeln, wie man reinfahren darf. Man darf zum Beispiel den Turm nicht auf die 3 und 9 Uhr Position gedreht haben. Ah, okay. Sondern du musst entweder auf, nach vorne oder nach hinten schauen, okay, wenn man in so einen Wald reinfährt. Weil das ist ein bisschen unrealistisch. Yeah. Sowas hier, also lineare Hindernisse, wenn das normale Hecken sind, kann dann Panzer drüber fahren, durchfahren. Da muss er einen Crew-Test machen für seinen Fahrer. Ja, okay. Je besser der Fahrer ist, desto besser kommt man rüber. Okay. Und hier ist es dann halt so, wenn der erste Panzer da durchgefahren ist, dann ist da eine Lücke. Ah, der zweite Panzer fährt hinterher, muss das dann nicht mehr machen. Okay, verstehe. Das wäre dann zum Beispiel das lineare Gelände. Und ansonsten, ja, Deckung ist Deckung. Also, na, Deckung ist nicht Deckung. Also, Ambuschgelände bietet Deckung. Okay. So eine Hecke zum Beispiel nicht. Ach so, okay. Na? Und so eine Mauer? Das könnte man als Ambuschgelände deklarieren, damit es Deckung was Sinn macht. Okay. Ne? Haben wir jetzt in diesem Fall aber nicht. Ja, okay. Ne? Das heißt, ich kriege hier auch, also nur... Das heißt, es gibt keine Deckung. Es gibt etwas, das nennt sich Hull-Down, also im Deutschen war das mit Hinterhangstellung übersetzt. Nachdem getroffen worden ist, kann es sein, dass du hast das Panzer getroffen, aber es ist trotzdem was im Weg. Okay, also ich habe hier zum Beispiel auch einen Hull-Down-Wert. Genau. Der gibt an, wie gut du dich hinter solchen Sachen verstecken könntest. Also wenn du in einem Ambuschgelände stehst, jetzt greife ich natürlich schon vor, wenn wir noch gar nicht geschossen haben. Ja. Gehen wir davon aus, das Ziel wurde getroffen. Mhm. Dann würfelst du. Und du musst über diesen Hull-Down-Wert würfeln. Ansonsten triffst du das Objekt, hinter dem sich der Panzer versteckt hat. Okay. Hast du einen Veteranenfahrer, gibt es +1 auf den Hull-Down-Wert. Mhm. Hast du einen Veteranenfahrer in zum Beispiel einem Sturmgeschütz, das hat einen Hull-Down-Wert von 4, dann kommen diese kleinen Silhouetten nämlich zum Tragen. Okay. Hexer auch. Oh, ja? Okay. Dann hat der plötzlich einen Hull-Down-Wert von 5. Dann werden die sehr schwer zu treffen. Okay, das heißt, du hast dann auch schon Vorteile auch mit solchen Fahrzeugen. Mit diesen kleinen Silhouetten hast du dann, wenn du sie entsprechend hinter Gelände parkst, es gibt Szenarien, da kannst du sie eingraben, dann kannst du mit ein bisschen Kieselstein so markieren, jedes Hull-Down-Gelände ist eingegraben, ja, oder hast entsprechend das Gelände gebaut, dann kannst du natürlich auch dann nutzen. Ja. Aber da kannst du natürlich dann schon schwer zu knacken stellen. Du kannst aber, jetzt sind wir da schon, natürlich dann auch sagen, okay, aber der Turm ragt ja weiter raus, ich möchte auf den Turm zielen. Ja. Und dann musst du nochmal weiter, dann kannst du nochmal würfeln und gucken, ob du auf den Turm zielst, und wenn du einen guten Gunner hast, dann schießt der auf den Turm und dann kannst du dieses Hull-Down umgehen. Ah, okay. Aber es, Hull-Down ist auf jeden Fall schwierig. Blöd wird's, wenn er keinen Turm hat. Ja, Hättest du Sturm geschützt. Ja, da kann ich ja nicht auf den Turm schießen. Ja, klar. Okay. Okay, cool. So, das sind also. Aber da kommen wir gleich zu, da werde ich mit Sicherheit noch ein, zwei Mal nachschlagen müssen. So, die Aktivierung läuft wie folgt. Am Anfang des Spielzuges macht man einen Funkcheck. Es gibt diese Aktivierungsmarker. Ne? Wir haben 5 Panzer auf dem Feld, also kommen 5 von diesen Aktivierungsmarkern in den Beutel. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Die geben an, welcher Panzer wann dran ist. Panzer 1 ist das erste, Panzer 5 ist der letzte. Okay. Und dann zieht man die da raus und sucht so ein bisschen so wie Bolt Action. Okay, ja? Also schon so ein Bolt Action, das ist ein bisschen... Das Schwierige jetzt ist aber, es gibt noch vorher den Funktest. Mhm. Ne? Panzer sind mit Funk ausgestattet, kommunizieren Funk außer sowjetische Panzer, die haben den meistens nicht, die schwenken mit Fahnen und die sind bei diesem Test auch meistens ziemlich scheiße. Okay. Schafft man diesen Test, dann darf man den Chip, den man da rauszieht, sich angucken und einem Panzer zuordnen. Mhm. Schafft man den Test nicht, zieht man sie blind und ordnet sie blind einem Panzer zu. Okay. Ja, weil dann weißt du nicht, welcher Panzer wann dran ist. Okay, das heißt, das ist also quasi in jeder Runde wird das quasi auch neu bestimmt. Genau, in jeder Runde wird das neu bestimmt. Eine Runde hat 3 Aktionsphasen. Für die Aktionsphasen ist die Reihenfolge dann festgelegt. Das heißt, wir machen jetzt erstmal diesen Funktest. Wir machen jetzt erstmal diesen Funktest, genau. Und den habe ich aber hier drauf. Radio Check, German. Ich mache den zuerst. Ja. So, ich habe einen
Veteran-Commander, das heißt, ich schaffe den Test auf die 2, ja, wenn alle Fahrzeuge zu einem anderen eine Line of Sight ziehen können. Ah ja, okay. Können sie. Ja. Das ist bei dir auch der Fall. Ja. Ja? Ist das nicht der Fall, würde ich nur auf die 3 schaffen. Wenn einer jetzt irgendwo so versteckt da hinten aufgestellt, okay, ist das nicht geht. Ne? So, auf die 2 plus schaffe ich ihn. Ja. 2 plus, Funktest geschafft. Das heißt, ich darf, die ich rausziehe, zuordnen. Okay, ich habe Würfel. Du hast Würfel? Ja, dann Würfel. So, bei mir. Ich bin Amerikaner. Ja. Schaffen ihn auf die 3. Ach so, ich habe Commander hier, Veteran-Commander. Ja, deshalb auf die 3, sonst schaffst du ihn auf die 4. Ach so. Das heißt, ich würfel aber für jeden. Nein, du musst eine Veteran-Commander, okay, haben. Ne? Dann habe ich eine 4. Jo. Ja, alles gut. Also darf ich auch offen einsehen. Ja. So, okay. Das heißt, wir ziehen jetzt abwechselnd einen raus. Ja. Legen ihn aber verdeckt hin. Ja, okay. Weil du da musst mir nicht verraten, welcher Panzer zuerst dran ist. Mhm. Hier liegen die. Achso, okay. Ja, die haben extra auf die Rückseite geklebt. Ja, ja. So, dann darfst du die anderen ziehen. Ja, sehr klein. Wo sind sie denn? Ja. Ja gut, ich weiß, welche Zahlen noch drin sind, weil ich meine beiden Zahlen kenne. Das ist jetzt kein Geheimnis, welche du hast. Ich mische die jetzt nochmal. Ja, genau. Okay. So. Und jetzt haben wir hier, ich lege das mal in die Mitte, da kann man es glaube ich sehen. Ja. Der Turn geht los. Wir starten mit der ersten Aktionsphase. Ja. Und da werden alle Marker umgedreht. Ah, okay. Dass man weiß, wann dran sind. Das ist nur die Nummer 5 und das ist die Nummer 2. Das ist die Nummer 1, das ist die Nummer 3 und das ist die Nummer 4. Gut. Also 1, 3, 4. Ja. Das heißt, die Nummer 1 beginnt wahrscheinlich. Ja, pass auf, jetzt musst du allen einen Fahrbefehl geben, allen Fahrzeugen. Muss ich? Musst du. Okay. Ja, es gibt 5 Fahrbefehle. Ja. Vorwärts. Ja. Dann fährst du in gerader Linie vorwärts mit der Geschwindigkeit, die angegeben ist. Bei meisten Fällen 7 Zoll. 7 Zoll. Ja. Es gibt langsamer, es gibt schneller. Ne, schneller, okay. Sorry. Panther und so, die können schon viel schneller. Dann kannst du nach links fahren. Und rechts kannst du nur 4 Zoll fahren, egal wie schnell du bist. 4 Zoll. Und 90 Grad Drehung machen. Also, ich kann schon so. Ja. Und nach rechts das gleiche, auch 4 Zoll fahren. Dann kannst du rückwärts fahren, 4 Zoll, nicht drehen und halten. Das ist wichtig, ne? Halt ist wichtig, weil Halt ist der Befehl, den man gibt, bevor man feuert. Okay. Ja? Du kannst auch während der Fahrt schießen, dann schießt du deutlich schlechter. Aber wenn du den Haltbefehl gibst, dann kriegst du im Prinzip immer einen Würfel mehr. Es gibt sogar Fahrzeuge, da musst du den Haltbefehl gegeben haben, damit die überhaupt schießen dürfen. Okay. Ja? Wichtig ist, wenn man nicht fährt, heißt das nicht, dass man den Haltbefehl gegeben hat. Man muss den Haltbefehl geben. Denn diese Fahrbefehle, das sind Vorschläge. Okay. Ja? Ich würde gerne nach rechts fahren, wenn die Situation sich jetzt aber so ergibt, dass nach rechts fahren total doof ist, weil ich als letzter dran bin. Ja, ja. Dann fahre ich nicht nach rechts. Achso, das heißt, wir vergeben die Fahrbefehle jetzt. Alle jetzt. Ah, jetzt. Okay. Ne? Und wenn ich dann entscheide, nee, ich möchte doch nicht nach rechts fahren und ich möchte doch nicht geradeaus fahren, dann mache ich es nicht. Dann bleibe ich stehen. Okay. Aber es ist dann kein Haltbefehl. Okay, also es ist trotzdem eine Bewegung. Das heißt, ich kriege einen Abzug auf meinen Schuss quasi. Ja. Okay, alles klar. Okay. So, ich habe jetzt meine Befehle hier hingelegt. Wunderbar. Meine Fahrbefehle. So, ich bin jetzt Nummer 1. Genau. Dann drehst du jetzt deinen Fahrbefehl um. Ja, ich habe gesagt, halt. Richtig. Gut. Weil ich möchte natürlich feuern. Weil ich sehe dich. Nee. Nein. Wenn du jetzt schießen würdest, wäre es wie, es wäre ein Snapshot. Ja. Weil du mich noch nicht gespottet und noch nicht gezielt hast. Okay, dann ist es ein Snapshot. Ja, dann würfelst du jetzt einen Würfel würfeln. Ja, um dich erstmal zu spotten. Nee. Wenn Snapshot ist es ein Würfel, das ist. Ach so, das heißt, aber wann spotte ich dich denn? Ja, du sagst jetzt deine erste Aktion, also du hast in dieser Runde 3 Aktionen. Ach so. Du hast 3 Aktionen. Die erste Aktion sagt so, er will dich spotten.
Ja. Ich will den spawnen. Ich kann eine Line of Sight ziehen. Ja, das möchte ich. Die führt, du siehst alles. Ja. Ja. Man muss auch tatsächlich, um zu spotten, reicht es, die Spitze vom Rohr zu sehen. Das reicht. Da ist einer. Es reicht nicht, um zu schießen. Musst du dann, das reicht auch um zu zielen. Du kannst sagen, okay, da wird einer kommen, der wird gleich kommen, dann zielst du ein bisschen im Vorhand und so. Und wenn er kommt, ne, das können ja Richtschützen austeilen. Aber du kannst erst schießen, wenn du eine Line of Sight zur Wanne oder zum Turm ziehen kannst. Ah, okay. Da reicht dann eben nicht eine Antenne oder das Rohr. Ja, ja, klar. Ja. So, also. Also, erste Aktion möchte ich dich spotten. Ja, so. Ist das ein Veteranentyp? Nein. Gut, dann ist das deine erste Aktion. Also, erste Aktion, spotten. Ja, spotten. Und dann hast du hier, da gibt es die auch, da gibt es hier so kleine Marker. Ja. Ja? Ja. Eigentlich, wie gesagt, mit den Buchstaben muss eigentlich genau den Panzer zugeordnet sein. Das kann sein, nur dass zwei Panzer spotten und einer das verliert, weil der wegfährt, der andere aber ihn noch sieht. Ja, verstehe. Ja, deshalb muss man das immer genau zuordnen. Deswegen gibt es das mit Buchstaben. Welchen Buchstaben habe ich hier da aufgeschrieben auf das Fahrzeug? B. B, dann nehme ich auch als B, wenn ich das dann schnell finde. Tank ID, B. Davon hatte ich nämlich zwei Sets gemacht. Da B. Die kann man nämlich auch umdrehen. Wo habe ich das? Das ist G. Und spotten tut ja auch der Commander, gehe ich mal von außen. Genau. Okay. So, ich pass auf, ich habe jetzt das B, das drehe ich jetzt um, das ist jetzt, dass es gespottet ist. Ja. So, jetzt ist er gespottet. So, das war die Aktion. Okay, jetzt kommt quasi die zweite Aktion. Nein. Jetzt kommt meine erste Aktion von Panzer 2. Ach zwei. So, dass du gehst. Ah, alles klar. Na, du hast der jetzt gespottet. Mein Panzer 2 hat als Fahrbefehl vorwärts bekommen. Ja. Das heißt, er kann jetzt 7 Zoll weit fahren. Ja. Man darf jederzeit alles messen. Okay. Ne? 7 Zoll fährt er geradeaus. Ja. Als taktische Aktion gibt es halt gerade das Spotten, das Zielen, das Abfeuern der Waffe. Dann kannst du Close Assault machen auf andere Panzer, um mit dem Maschinengewehrfeuer den Kommandanten reinzuzwingen. Ja. Achso, damit er Luken so macht. Ne? Oder Close Assault auf Ambush-Terrain. Du kannst, was kannst du noch machen? Du kannst Scoot. Scoot heißt, ich gebe noch ein bisschen Gas. Ja. Kannst du dich 1W6 weiter vorbewegen. Okay. Ja, als taktische Aktion. Und das ist das, was ich machen werde. Das sind aber nur so Veteranengeschichten. Nein, das kann jeder. Das kann jeder. Das kann jeder. Ja. Also, Scoot heißt, ich würde mich jetzt vorbewegen wollen. Ja. Dazu müsste ich jetzt lineares Gelände überqueren. Das heißt, du musst einen Driver-Test machen. Dazu müsste ich jetzt, einen Driver-Test machen, wenn ich nicht direkt dran stehen soll. Ach so. So. Wenn ich also mit meiner normalen Bewegung darüber will. Dann Driver-Test. Dann Driver-Test. Aber wenn er dran steht, ist, ah, da ist er, ist klar, da fahre ich mal ein bisschen langsamer. Okay. So, Scoot heißt W6 nach vorne. Das ist Kippe. 3 Zoll. So, dann bin ich einfach. Nee, das wird doofes Tauschen. Aber habe ich jetzt hier eine Lücke gefahren? 3 Zoll stehe ich hier. Da könnte man jetzt theoretisch die Hecke austauschen. Und dann kann ich den Turm ein bisschen drehen. Genau. Mhm. So. Das war deine Aktion. Das war meine Aktion. Gut, dann ist meine Nummer 3. Und die hat den Befehl. Also den Dings halt. Ja. Und der möchte gerne spotten. Ja, okay. Das ist welcher ist das? A, B oder? Das ist A. 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 So. So, und meine Nummer 4 fährt vorwärts. Ja. Also 7 Zoll. Jetzt kann ich auch so eine taktische Aktion machen. Ja. Dann gebe ich auch noch mal ein bisschen Stoff. Ja. Wenn du jetzt aber reinfährst ins schwere Gelände, dann kannst du nur gerade fahren. Ja. Da musst du einen Driver-Test machen. Ja, okay. Also ich mache jetzt erstmal die Bewegungsreichweite. Ja. 3, dann muss ich keinen Test machen. Ja. Und dann komme ich. So. Und dann deine 5. Meine 5 hat auch den Haltbefehl bekommen. Das heißt, die wird auch. Dein Panzer spotten. Ich gehe mal einen rüber.
Wie ist das, wenn ich zum Beispiel nach links oder rechts fahren möchte? Mache ich die Bewegung am Ende oder davor? Nein, das kannst du machen, wie du möchtest. Wie ich möchte. Okay. Glaube ich. Wenn das richtig in Erinnerung war. Wie gesagt, zweimal gelesen bisher. Ja, okay. Aber das sind ja so Fragen, die aufkommen, ne? Ja, natürlich. Okay. Either before or after the move. Das heißt, du kannst dich zuerst drehen, ja. Dann bewegen. Ja. Oder erst bewegen, dann drehen. Okay. Gut, dann deine Nummer 5, ne? Die hat einen Haltbefehl. Ich habe gespottet. Ich habe dich gespottet. Ach genau, also, gespottet. Das heißt, wir sind durch. Ja. Zweite Aktionsphase. Das, da gelten aber immer noch die Nummern. Die Nummern bleiben bestehen, dein Fahrbefehl nicht. Du kannst jetzt einen neuen geben. Ach so. Oh, ja, okay, gut. Da gibt es ja jetzt ganz andere neue taktische Möglichkeiten. Okay, also meine 1 beginnt, ja? Ja. Bleibt bei Halt. Ja. Dann die Aktion. Das wäre jetzt Zielen. Zielen? Ja. Muss ich zielen? Nein, muss ich. Du könntest jetzt auch schießen. Aber wenn ich ziele, verbessere ich das. Wenn du hast, jetzt würdest du hast jetzt den Haltbefehl gegeben und du hast gespottet, dann hast du da einen Wert. Ja. Bei Targeting. Ja. Und da ist einmal dieses Symbol nur mit den leeren, das Fernglas-Symbol. Ja. Ja. Und einmal so ein Zielbildung. Das heißt, du hättest jetzt. Ein Würfel? Nee, zwei Würfel. Nee, ich habe einen. Ja, du hast einen, weil du scheiße bist. Okay. Ne? Also, das ist tatsächlich bei denen so, weil die offen sind, keine Ahnung, ja. Weiß es nicht. Ne? Das heißt, du würdest jetzt immer noch mit einem Würfel würfeln. Das sind Panzerjäger, die sind halt dafür gemacht, das abzuwarten, irgendwo zu stehen. Ne? Ja, ja, und drei, wenn ich. Ja. Das heißt, wenn du auf der Fahrt zielst, also nicht halten, gibt immer minus einen Würfel. Okay, dann ziele ich jetzt. Dann würdest du jetzt zielen. Ja, ich ziele. Ja. Gut, merke ich mir. Ne? Zielen. Zweite Aktion. So, dann deine 2. So, meine 2. Wie schießt jetzt einfach schon mal? Ach so. Ja, aber ich habe den Abzug nicht, den du hast. Ich habe, wenn ich gespottet habe, 2 Würfel. Natürlich. Im Halt, das heißt, ich würde jetzt mit 2 Würfeln schießen. Ja. Und der sieht, oh scheiße, da schießt einer. Ja. Und ich brauche jetzt eine 5 und 6. Um zu treffen. Ja, ja, um zu treffen. Jetzt, was die Distanzen angeht, es gibt... 0 bis 18 ist short. Ja. Ne? Nee. So. Alles andere darüber ist, also long ist über 18. Es gibt bei ja, okay. Panzerwaffen hier keine Reichweiteneinschränkung. Okay. Ja. Das heißt, wir können auch über mehrere Tische einfach schießen. Ist halt Panzer. Ne? Prinzip, ja, ja. So, das heißt, ich würde auf die 5 und 6 treffen. Okay. Ja? Oh, das heißt, sobald ein Würfel das zeigt, ist das eine. Ein Treffer. Ja? Wenn du jetzt so geworfen hättest, wären das dann zwei Treffer. Ein Treffer. Ist, nein, ist ein getroffen. Treffer. Ich schieße nur eine. Ich schieße nur eine Granate. So, das heißt, ich habe jetzt geschossen. Das heißt, die Granate, meine Armor-Piercing-Granate, wandert jetzt ein Feld zurück in das Ammo-Rack. Weil die habe ich jetzt gerade rausgeschossen. Ja, verstehe. Ja? Ganz wichtig. So, jetzt habe ich getroffen. Jetzt müssen wir gucken, was passiert. Ja. Ja? Wir haben das jetzt nicht als Ambush-Gelände deklariert, das heißt, du bist nicht Hull Down. Nein. Ja? Das heißt, ich würfel jetzt, da ich nicht gesagt habe, worauf ich schieße, das hätte ich vorher ansagen müssen, ich ziele auf den Turm. Okay. Das ist deshalb wichtig, weil der erste Treffer, wenn er nicht durchsteht und er landet im Turm, dann kriegst du so eine Markierung, Treffer im Turm, doof. Ja? Kann sein, dass dann der Crew innen drin ein bisschen was passiert, wäre auch doof, kann auch sein, dass du sagst, okay. Ne? Bei 1, 2 passiert nichts, ab 3 könnte das doof sein. Aber wenn ich einen zweiten Treffer an dieselbe Stelle setze, ist das Fahrzeug ausgeschaltet. Okay. Ja, das heißt, wenn ich weiß, er hat schon einen Turmtreffer, würde ich natürlich versuchen, beim zweiten Mal wieder auf den Turm zu treffen. Und da ist es dann auch egal, von welcher Seite du auf den Turm schießt. Ja. Also ist jetzt nicht so, da machen wir jetzt keinen Unterschied, ob ich von der Seite oder von der Seite. Doch, ist ein Unterschied, was den Panzerungswert angeht, den du hast. Aber die Tatsache ist, dass ich dich treffe, ist erstmal dann uninteressant. Okay. Ja. So, jetzt tatsächlich kommt jetzt der Panzerungswert ins Spiel. Ich habe dich also getroffen, ich treffe dich von vorne. Ja. Das heißt, du hast einen Panzerungswert am Turm, Armor steht da. Ja, Turret und Heil habe ich also 7 oder 6. Aber du triffst am Turm? Ich treffe am Turm und das ist von vorne. Ja, die 7. Sind sie, nee. Doch. Ja, du bist so scheiße gepanzert, 7. Ja. Ja. Also das heißt, ist scheiße, ja. Die 7 ist nicht gut.
Nee, ich habe 11. Warte, ich habe am Turm 13. Ach so. 12. Ja. Okay, okay, okay. 7 ist nicht gut. Du wolltest aber, da hast du 3 Panzer. Ja, gut. So, das heißt, ich muss jetzt, das ist auch sehr wieder bekannt von Bold Action, mit meinem Penetration-Wurf und einem W6 über deine Rüstung kommen. Ja, okay. Ich habe einen Penetration-Wurf von 8. Mhm. Das heißt, ich bin auf jeden Fall über deine Rüstung. Jetzt schon drüber. Ja, ich bin drüber. Ne? Also, wichtig ist aber, wie viel ich drüber bin. Das ist entscheidend. Ah, okay. Mit der 5 bin ich 6 drüber. Also, da muss ich hier auf die Tabelle gucken. Ja. Das ist nicht so gut, ne? Potenziell ist das ganz schön doof. Die Penetration, wenn ich mehr als 4 über der Panzerung bin, dann ist der Panzer zerspannt. Okay. Ja, gut. Ja, soll ja auch schnell gehen. Ja, gut, also es ist halt, wir haben uns ja auch nicht jetzt hier so brutal auf. Ja. Ich glaube, das ist auch. In den Szenarien hast du andere Regeln. Ja. Aber es geht halt um die. Es ist ein Demospiel. Nee. Schnell, spaßig, spannend sein für mich. Wir müssen ja verstehen. Ja. Darum geht's ja. Und dass man da eben die Grundregeln kennenlernt. So, das war deine 2. Das war meine 2. So, meine 3 sagt vorwärts und rechts. Also kann ich 4 Zoll fahren. Ja. Und kann dann einschwenken, ne? Ja. Aber nur einschwenken, ne? 90 Grad. Und möchte ich jetzt noch ein bisschen Scoot? Ja. 1W6? Ja. Als taktische. Das ist deine taktische Aktion, genau. Oh. Das ist doch Kippe, den kannst du nochmal würfeln. Ja, der war auf jeden Fall Kippe. Oh. Die gleiche. Okay, achso, ich habe da noch die 4. Meine 4 sagt, fahren links. Also ich bewege mich als erstes. Ja. Und dann 4 Zoll. Was kann ich als taktische Sachen noch machen? Na, du könntest jetzt. Nochmal einschwenken. Ah, das ginge noch. Das würde noch gehen. Das ist ein dieses Pivot, also ja. Schwenken. Ist ein Test? Nee, ich glaube nicht, dass man es so macht. Also, da ist ja eine taktische Aktion. Warte. Okay. Da gibt es, wenn man das machen möchte, ja. Muss man hier um den Bauch mal gehen. Ja. Gibt es hier einen Punkt und da einen Punkt. Ja. Und dann kannst du dich, der Finger, mhm. Also die andere Kette so drehen. Ah, okay, ja gut, das würde ich mal so machen. Und den Turm kannst du immer noch ausrichten, wie du willst. Ja, normalerweise geht das. Ist deiner, ich mach's lieber nicht. Mach mal selber. Ja, das war das Lack. Ja. Könnte ein bisschen festgeklebt sein. Deshalb lackiert man ja auch Turm und Wanne getrennt. Habe ich gemacht. Ich habe nur zu viel drauf. Klassiker. So. Das war deine 4, dann ist meine 5 dran. Ja. Also das ist dein Zielen hier, ne? Wer zielt hier auf mich? Die A. Der hier, ja. Der hat mich gespottet. Ja, gespottet. Ja, gespottet. Das ist ja immer, das liegt ja immer noch drauf, ne? Ja, genau. Du hast den Sichtkontakt nicht verloren. Keine Chance, ich kann den Turm nicht drehen. So, dann habe ich mir den Befehl gegeben, nach links zu fahren. Das ich drehe mich. So. Achso, was habe ich denn als Aktion mit dem gemacht? Du bist vorgefahren und bist gut. Das ist ja aber nur fahren. Achso, Aktion machen wir ja erst noch, ne? Ach nee. Achso, was, ja, willst du eine Aktion machen? Ja, zielen. Ja, achso, ja, das ist toll. Okay, dann bin ich auch gar nicht dran. Zielen. Warte mal, der hat ja auch noch eine Aktion zu vergeben. Nee, der ist gescootet. Das war die Aktion. Achso, das war die Aktion. Das ist die taktische Aktion. Du hast hier, ich hätte die 2 machen sollen, du hast hier eine Liste der taktischen Aktionen auf dem Quick Handout. Ah, okay. So. Du hast natürlich auch noch, ich hab in meine eigentlich schon reingeguckt, in meine Karten. Achso, ja schön, die Karten haben wir ja auch noch, ne? Die gibt's ja auch noch. So, also du aimst jetzt. Der aimt, ja. Okay, dann drehen wir den hier um. Oder warten wir ersetzen den mal durch ein Aim. So, ich nehme einfach mal irgendeins. Wie gesagt, normalerweise sollte man die richtigen Buchstaben daneben, ne? Ach nee, das ist ja auch Spot. Wo ist denn da das Ziel? So. Auf den wird gezielt von ihm. Also wir zielen uns gegenseitig an. Nein, ich ziele nicht auf dich. Achso, nur ich ziele auf dich. Ich bin ja nur gefahren bisher. Ja, okay. So, und jetzt bin ich dran. Jetzt drehe ich mich. Ja. Fahre meine 4 Zoll nach vorne. Ja.
So. Jetzt mache ich meine taktische Aktion. Ja. Ist gut. Also gebe nochmal Gas. Ja. Oh, 6 Zoll. Ne? Panzer sind so schnell. Ja, ja, ja. Einfach so schnell, ey. So, 6 Zoll. Bin ich da. So. Und dann spiele ich eine Eventkarte. Oh. Eventkarte. Teamwork. Spiele sie wann? Yes. Play. When one of your tanks performs a tactical action. Okay. Hat er gerade gemacht. So gut. Ja. Your tank may perform an extra tactical action during this action phase. Ach. Das heißt aim. Nee, ist gut. Nochmal. Nochmal. Ich dachte, weg. Du bist ja verrückt. Boah, nochmal. Wird er richtig schnell. Put the pedal to the metal. Hans, gib Gas. Denn jetzt habe ich ein Assault Building dazwischen. Aber ein Ambush Building. Mhm, okay. Und das macht, würde mich Cooldown machen. Okay, verstehe. So, die habe ich gespielt, die kommt raus. Ja, sehen tue ich dich ja immer noch, aber jetzt kommt natürlich dann, ja, okay, ja, dann kommt das zum Tragen. Wenn du mich nicht mehr siehst, dann ist das, ne, okay. Und dann ist Aim halt auch weg. So. Gut, dann kommen wir in diese dritte Phase wahrscheinlich. Jetzt, ne, kommen wir in die dritte Phase. Das heißt, wir geben neue Bewegungsbefehle. Ja. Ich gebe nur noch 2. Ich auch. Aha. So, die 1 ist ja raus. Ja. Das heißt, deine 2. So, meine 2 hat den Befehl vorwärts bekommen. Mhm. Das finde ich immer noch geschossen. Die darf auch 7 Zoll nach vorne. So. Aktion. Aktion ist. Ist gut. Okay. Nach vorne. Nummer 2 Zoll. Also, Line of Sight wird von der Kuppel des Kommandanten gezogen, ne? Ja. Das ist das, deshalb ist sie hier auch immer markiert. Ne? Ja. Das heißt, du guckst so und dann, naja, sieht er die eigentlich nicht. In echt sieht er den nicht. So, da bist du dran mit deinen beiden. Ja, da ist meine 3. Die hat den Fahrbefehl links. Das heißt Drehung. 4 vor. Ist dein Kommandant draußen gerade? Ja. Dann würde ich doch mal Maschinengewehr auf deinen Kommandanten schießen. 6 Zoll musst du dran sein. Ach so, das ist so richtig nah, ja. Okay. Nee, gut, dann würde ich noch mal. Habe ich dich schon gezielt? Ich habe dich nur gespottet, ne? Mit wem? Mit dem? Mit dem gezielt. Habe ich auch schon gezielt. Ja, aber jetzt hast du ja keinen Haltbefehl gegeben, ne? Ja, dann mache ich nochmal, ist gut, ich fahre nochmal ein Stückchen vor. Oh, 5 Zoll, ja. Ja gut, okay, aber dann gilt das Gelände nicht mehr. Du musst nicht, glaube ich, durchfahren, weiß ich. Ja, aber wenn ich jetzt auf dich schießen würde, ach nee, ich kann ja gar nicht mehr schießen. Ist ja jetzt schon vorbei jetzt. Du hast die taktische Aktion, es sei denn, du hast so eine Karte wie ich. Smooth Ride, nee. Nee, Performing a Load, nee. 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 So, dann kommt aber die 4 und da spiele ich aber eine Karte. Und zwar habe ich da den Befehl rechts fahren gegeben. Das heißt, er fährt erstmal seine 4 Zoll vor, dreht sich dann und kann jetzt aber mit dieser Karte noch mehr reindrehen. Okay. Wenn ich den Driver-Test bestehe. Okay. The driver of the tank must a crew test. So, das ist eine 4 plus. Ja, der kippelt. Auf jeden Fall. Ne, habe ich nicht bestanden. Ne, dann ist. Hier gibt es noch Reaction, Cancel, Mines. Ja, wenn ich spiele, eine Eventkarte spiele, ah, du bist im Minenfeld gefahren. Ach so. Dann kannst du mit der sagen, ha, bin ich gar nicht. Okay, alles klar. Oder ich fahre da geschickt durch. Ja, okay. So, Tactical Action, ja, ist gut. Nochmal 4 Zoll vor. Weil Panther soll man von hinten nehmen. Das stimmt. So, dann bin ich durch. Dann hast du noch deine 5, also er. Genau, meine 5 hat den Befehl vorwärts bekommen. Okay.
Ach, das ist mir zu viel, das ist hier mir ruhig ab. Pilz würde mich nicht wirklich nach vorne bringen. Also du musst auch, ne, den Turm ausrichten, nachdem, wenn du deine Farbewegung geändert hast. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich schieß darauf, ne, wenn Turm ist. Ja, okay. Wenn ich sie mal so nach vorne stehen. Das ist eigentlich nur meistens ja so ein. Ah, okay. Jetzt böser kaputt ist, ne? Ja. So, und dann muss ich nochmal scooten. Oh, besser wie Klebstoff. Oh nein, jetzt die Kanone aber. Oh nein! Dann tausche ich mit dem anderen. Ja. Oh nö. Ja, da ist der Turm auch nicht. Ja, der geht, aber ich habe Sekundenkleber. Ja, okay. Alles Hobbyisten. Ja, genau. Alles Sekundenkleber. So, wir haben jetzt die erste Runde quasi gespielt. Genau. Wie viel? Nee, wir haben noch nicht die erste Runde gespielt. Ah, immer noch. Jetzt kommt nämlich die Admin-Phase. Ah, okay. Jetzt kommt die Admin-Phase. Ja. In der Admin-Phase werden die Karten replenished. Ich habe eine gezogen, das heißt, ich kriege eine dazu. Ja, ich habe auch eine gezogen. Dann kriegst du auch eine dazu. Ja. Und wir gucken, wie viel Zeit vergangen ist. Wie viel Zeit? Mhm. Du hast hier so ein Time-Tracker. Ja. Und wenn ich das jetzt in den Regeln richtig gelesen habe, würfeln wir abwechseln. Ja. Wir können entscheiden, ob wir ein oder zwei Würfel wählen. Okay. Je nachdem, ob wir wollen, dass die Zeit schneller vergeht oder weniger schnell vergeht. Das kann dann entscheiden, wenn du kriegst, und in einigen Szenarien kriegst du Verstärkung nach einer gewissen Anzahl von Minuten. Mm, okay. Ja? So, das heißt, ich fange jetzt an, na, und ich würfle einfach nur einen Würfel. Mhm. Insgesamt haben wir haben 30 Minuten Zeit für dieses Panzergefecht. Ja, achso, dass jedes Szenario sagt auch eine Zeit. Das dauert 35 Minuten, das dauert 90 Minuten, okay. Keine Ahnung. Und dann würfelt man halt einfach hier, zack, und dann hat man 5 Minuten, dann werden 5 Minuten hier getrackt. Dann kannst du da so einen Marker hinlegen. Und dann, wenn ich dran komme und ich würfel, auch quasi auch noch einen Würfel. Nee, du würfelst den nächsten Spielzug würfeln. Ach so, das heißt, wir haben jetzt, das ganze Ding hat 5 Minuten quasi gedauert. So ja, das war jetzt 5 Minuten, so, im nächsten Spielzug bist du dran. Und dann kannst du entscheiden, okay, ich würfel 2 Würfel. Ah, damit ich schneller vorbei gehe. Damit schneller vorbei geht. Ah, okay. Alles klar. So. Noch mehr in der Admin-Phase? Ich glaube nicht. Also wie gesagt, bestimmt. Soll ich nachgucken? Ich habe hier Remove Initiative-Marker. Ja. Ja, die müssen wieder in die Beutel, weil jetzt machen wir den Einser brauchen wir und wir brauchen den Fünfer. Den Fünfer, genau. Und der ist weg. So, dann haben wir Discard Event Cards, haben wir. Ja. Roll for Elapsed Time. Und Deploy Reserves. Okay, ja, haben wir nicht. Okay, so. Jetzt nächster Spielzug. Ja. Jetzt würde das wieder beginnen mit dem Funktest. Ja, okay. Ja? So, jetzt habe ich eine Karte, die ich jetzt spielen möchte. Oh. Mhm. Und zwar spiele ich jetzt Static auf dich. Das spiele ich noch nicht. Also die wäre ganz schön, aber hat man automatisch den Radio-Test vergeigt. Ach so. Aber wir beide. Und ich dachte, ich kann ihn nur auf dich spielen. Nee, dann spiele ich das nicht. Wenn ich auf einen Panzer Smoke legen möchte, dann kannst du quasi nichts sehen. Das doch, ich kann dich sehen, aber bist du, um einen schwerer zu treffen. Okay. Also würfel mit einem Würfel weniger. Weil um einen schwerer, dann maximum ist 3 Würfel, die du würfeln kannst. So Smoke an, einen. Okay. Gut, dann gut. Machen wir Funktest. Ja, ich habe keine Line of Sight zu ihm. Definitiv nicht. Nein. Ich auch nicht. Nee, du auch nicht. Das heißt, er schwert sich, ne? Doch, du hast die Line of Sight. Du kannst ja durch den Wald durchgucken. Der blockiert nicht die Line of Sight. Ach so, blockiert nicht die Line of Sight. Es gibt das, blockiert die Line of Sight. Ein Haus blockiert die Line of Sight. Aber ein Wald nicht. Das kommt auch an, wie dicht der ist. Aber so wie der modelliert ist. Okay, kann man also. Müsste man vor dem Spiel festlegen. Ja. Okay, ich habe eine 3, das klappt. Ich habe eine 2, das klappt nicht. Ja, das ist ja blöd. Das heißt, ich darf angucken, ja. Du nicht. Ja, genau. Ich habe ihn zuerst gezogen, ne? Ja. Warte, noch nicht, darfst du noch nicht. Okay. Ich könnte ja eine Karte haben. Ach so. Die ich spielen möchte. Hast du nicht. Doch, habe ich.
During the reveal initiative marker step, also jetzt, darf ich nämlich deine umdrehen, umverteilen. Also du kannst jetzt umdrehen. Ja. Hier ist die Nummer 2. Hier ist die Nummer 4. Ja, und ich habe hier, dann habe ich ja die 1 hier. Ja. Und da dann die 3. Das heißt, du kannst die jetzt tauschen. Ich kann die jetzt tauschen. Möchtest du das? Da ist die 2 und da ist die 4. Ja, dann möchte ich das in der Tat tauschen. Okay. So, und ich möchte noch eine weitere spielen. Ach so. Und zwar Reinforcements. Die habe ich nämlich. Das heißt, jetzt kann ich eine Asset-Karte spielen. Ja. Das ist Infanterie, die ich mir ausgesucht habe. Ja. Und die cleart nämlich für mich dieses Gebäude. Ach so, das ist dann quasi... Das ist immer noch ein... Ambush-Gebäude. Aber es ist clear. Aber da ist nichts drin. Ich könnte jetzt zum Beispiel keine Tank-Hunters mehr rausspringen lassen. Richtig. Die mir dann... Du hast übrigens Munition am Bauch kleben. Oh Mann, ja. Das ist scheiße, wenn man fett ist. Liebe Kinder zu Hause, werdet nicht fett. Aus Gründen. Dann hat man sonst immer Anti... AP-Munition am Bauch. Es ist nicht nur nicht gesund, es stört auch. Überraschung. So, ich habe auch meine Hold-Down verloren. Ich glaube, ich habe noch viel mehr verloren. Nein, ist auch egal. So, das heißt, der Marker geht wieder auf 1 zurück. Ne? Ja, genau. Ja. So, und wir müssen mal eben markieren, dass wir bei 5 Minuten sind. Ja, wir können auch ein W20 oder so hinlegen. Oder einen Würfel einfach erstmal, ne? Genau. Ja, ich habe noch einen Würfel hingelegt. Ich habe einen Würfel hingelegt. So. Ja. Oder nehmen wir den weißen, dann sehen wir es gleich. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. So. Hier liegt noch einer, der hier nicht hingehört. Die Spotting-Marker, bleiben die bestehen, auch in der nächsten Runde? Ja, die bleiben drauf. Okay, aber gut, du bist ja jetzt eh aus dem Sichtfeld. Ich bin jetzt aus dem Sichtfeld, das heißt, der hatte mich nicht gespottet. Nein. Und der sieht mich nicht mehr. Nee, der sieht dich nicht mehr. Okay. So, dann haben wir also eine Übung. So, dann meine 1. Deine 1. Meine 1, also Farbefehle. Ach so, ja klar. Puh, ja. So, meine 1 hat den Befehl rechts rum. Jawohl. Das wird sie jetzt auch tun. Und zwar fährt sie erstmal... Stück nach vorne, das ist up to 4, ne? Ich muss nicht 4 Zoll weit fahren, aber ich fahre 4 Zoll und dann drehe ich mich um bis zu 90 Grad. Das heißt, ich könnte auch 2 Zoll drehen, 2 Zoll, oder muss ich die 4 in einem Stück fahren? Nein, du fährst, machst Bewegung, drehen, Bewegung, drehen. Ja. Na, also entweder du drehst dich vor der Bewegung. Ja. Oder nach der Bewegung. Okay. Wie weit du die Bewegung gestaltest, up to 4 Zoll. Mhm. Oh, geiles Technisch. Ja. Bis zu 4 Zoll. Okay. Ja. Aktion? So. Aktion ist Laden. Oh, der hat geschossen. Ja, der hat geschossen. Also, ich habe einen Crewmember von 1. Na komm, volles Risiko. Ich mache einen Force Load. Ja. Das heißt, ich möchte es direkt in den Ready bringen. Dazu muss ich einen Crew-Test machen und den muss ich bestehen. Okay, das macht der Gunner? Das macht der Gunner, der besteht ihn nicht. Oh, aber jetzt es macht auch keine 1. Oh, 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 oh. Das heißt, es ist nur geladen. Ach so, okay. Mhm. So, meine 2 möchte rechts rum. Ui. 4 Zoll. Kommt direkt an die Mauer ran. Ja. Und jetzt möchte ich gerne scooten. Da muss ich jetzt aber keinen Driver-Test machen, weil ich bin ja vorher stehen geblieben. Genau, so, Driver-Test ist... Den muss keiner machen. Ach so, ich scoote ja einfach. Genau, ja, stimmt. 3 Zoll, das reicht mir in dem Fall. Also, glaube ich ganz fest, dass du keinen machen musst. So, und dann würde ich jetzt mal als Aktion... Nee, habe ich ja. Ah, verdammt, Aktion. Ja, stimmt. Es sei denn, es ist eine Karte, die erlaubt, eine weitere Aktion zu machen. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Dann ist deine 3. Dann ist meine 3. Der hat auch den Befehl rechts rum. Ach, du fährst hier schön im Kreis fahren hier. Ja, und das ist einer hier. Rechts, nee, ich muss dann drehen. Ja. Ich kann nicht meine 4 Zoll fahren. Drehen.
Und dann mache ich als Aktionsgut. Na toll. 5 Zoll reicht. Ich komme mal zu dir. Oder mach du, ja. 5 Zoll, okay, das ist schon. Ja, bist schon wieder raus. Bleib doch mal stehen. Nee, das ist was ich sag. Jetzt fahren wir hier die ganze Zeit. Okay. So, da bist du dran. Nee, ich habe eine 4. Ja. Achso, das war die 3, alles klar. Der fährt auch rechts herum. Ja. Dann fahre ich erstmal bis zu 4 Zoll, drehe mich dann. Aber ich sehe dich ja. Dann spotte ich dich jetzt mal. Den? Nee, den. Ja, okay. Das wäre die. Ja, deswegen habe ich den ganzen Spot gemacht. Ja. Okay. Ich glaube, mit 4 Panzern ist das noch übersichtlich, wenn du nachher 6 hast, dann musst du das genau zuordnen. Ne? So, dann hast du auch die. Dann hat man auch die richtigen Marker, nicht so wie ich hier diesen. So, zweite Runde. Zweite Runde. So, die 1 kriegt folgende Fahrbefehle. Ne? Achso, ja, Fahrbefehl. Du bist schon Panzerballett, was wir hier machen, ne? Was? Du bist schon Panzerballett, was wir hier machen. Ein bisschen. So. Die 1 kriegt. Was hat denn der für ein Fahrbefehl? Hast du aufgeschrieben? Hab ich aufgeschrieben, ja. Die 1 hat Halt. Ja. Und die wird jetzt den Rest laden. Ja. Okay. Dann meine 2. Die sagt rechts rum. 4 Zoll nach vorne. Oh. Und gut. Und gut, okay. Ach, 2 Zoll. Das ist noch nichts. Naja, obwohl, warte mal, wenn ich den Turm drehe. Ja, aber du hast nur einen Würfel. Und ja. Halt, kein Halt ist minus ein Würfel. Du hast keinen Würfel. Also kein Würfel, ne? Ja. Nee, dann, ja, gut. Deine 3. Meine 3. Und außerdem könntest du jetzt auch noch nichts machen. Hast du gerade die Scoop? Ja, geben. So, meine 3 hat auch rechts rum. Okay, direkt drehen oder erst fahren? Nee, ich will erst ein Stück fahren, weil sonst kann ich mich nicht drehen. Ich muss den Arsch da schon rausbewegen. Mhm. Ja. Mhm. Und kriege jetzt als Befehl Spot. Da ist einer! Okay, das heißt, wir spotten uns jetzt gegenseitig. Genau. Der hat den Befehl Halt. Ja. Und als Aktion macht der Aim. Okay, dann müssen wir den hier umdrehen. Der ist jetzt auf Aim, genau. Das heißt, der ist jetzt gespottet, gezielt. Okay, Fahrbefehle? Ja. Das ist relativ einfach jetzt. Ja. Okay. Halt. Halt! Panzer, halt! So. Die 1 hat den Panzer gehalten. Ja. Hat die offene Luke und möchte den jetzt spotten. Ja. Also mit der offenen Luke ist das Spotten quasi dann keine taktische Aktion, wenn ich den Crew-Test auf den Commander bestehe. Ja, okay. So. Veteran-Commander besteht den auf die 2 Plus. Easy. Das heißt, du könntest jetzt feuern. Nee, ich habe dich jetzt gespottet. Ach, gespottet. Aber das ist keine Aktion, ich kann jetzt zielen. Ja. Ne? Und das mache ich. Ich ziele auf dich. Ja, gut. So. So, meine 2 sagt. Achso, ich hätte auch gerade ausfahren können. Na, ist egal. Ich sage so. So, und als Aktion. Du bist ja draußen, ne? Ja, das heißt, wenn du mich jetzt spottest, wäre keine Aktion, wenn du deinen Crew-Test schaffst. Ich möchte dich aber mit dem MG beschießen, um den Commander da wegzuknallen. Das ist ein Close Assault? Das könnte ich. Kannst du tun. Ja, das glaube ich nicht so gerne Reichweite. Ja, dann hast du einen Close Assault-Wert. Machine Gun at Enemy Tank. Ja. So, Close Assault habe ich. Achso, naja, wahrscheinlich eine 1.
eins oder zwei. Naja, hier ist eins, also die Daisy hat auf jeden Fall eine Eins, aber es ist ja der, ich weiß nicht, ob der Chef das ein bisschen besser kann. Nee, nein, das ist das okay, Fahrzeug. Dann ist es eine Eins, dann ist es Closer Sword Eins. Warte, dann musst du eben gucken. Du hast einen Würfel. Ja. Und musst du sechs würfeln. Je höher der Faktor geht an, wie viele Würfel du hast. Ach so. Eine Drei. Drei. Kein erfolgreicher Closer Sword. Da muss ich auch nicht. Okay, also schwierig. Ja, es gibt halt noch, also wenn du die sonderige Pintel hast, kriegst du einen Würfel mehr. Wenn du dieses Pintelmount hast und offen bist, hast du einen Pintel. Weißt du nicht. Steht jetzt hier nicht drin, aber normalerweise hat das M10 oben das Maschinengewehr. Ja, dann wirst du das haben. Dann kriegst du einen Würfel mehr, dann würfeln wir nur ein. Nein. Gut, dann ist das erledigt. Das ist deine 3. Meine 3. Das wäre dann der. Dieser Herr. Der hat gespottet, hat er schon. Ja. Dann zielt er jetzt. Er hat wahrscheinlich jetzt Fahrbefehl Halt. Ja. Fahrbefehl Halt. Und er zielt jetzt. Und er zielt jetzt. Mhm. So, bei mir ist es auch Halt. Ja. Allerdings ist bei mir jetzt Feuer. Ja. Und das Problem ist, ich habe eine Front von einem Panther vor mir. Ja, aber da kommst du durch. Also, ich habe einen Penetration-Wert von... Erstmal musst du treffen. Ach so, ich muss ja erstmal treffen. Das heißt, du nimmst jetzt drei Würfel. Ja. Weil du hast Halt, du hast gezielt und du hast gespottet, du hast also alles erfüllt. Halt, Spot, Aim, drei Würfel. Einer davon musste fünf sein. Okay. Oder sechs. Und ich kann nicht sagen, auf was ich schieße. Ich kann ja sagen, auf Kette, ja, Hull oder Turret. Kannst so, du, wenn du vorher schießt. Das wird ja auch besser, wenn ich auf die Hülle schieße, treffe ich schon bei einer 2 bis 4. Steht hier zumindest. Guck mal, ich schieße auf die Front. Und ich will aber auf die... Ja, das ist der Hit Locator ist, wenn du nicht sagst, wo du bist, dann würfelst du das. Ach so. Ne, das ist, wenn du nicht sagst, worauf du schießt, okay. Also ich schieße darauf, musst du würfeln, was du triffst. Okay. Also du sagst, ich will jetzt speziell worauf schießen, musst du den Gunner einen Crew-Test machen. Okay, nee, dann schieße ich auf den Turm. Ja, dann musst du erstmal den Gunner einen Crew-Test machen, ob der das darf. 4 plus ist natürlich nicht so geil. Nee, dann möchte ich das nicht. Das heißt, ich würfel jetzt drei Würfel und dann die... Nein, pass auf, wenn du den verkackst... Ja? Das ist jetzt auch aus dem Gedächtnis gesprochen, wir gucken das jetzt nicht nach, ja. Aber wenn du den verkackst, ist es meistens so, dass du dann die Aktion nicht machen darfst. Das heißt, dann schießt du normal. Dann schieße ich normal. So, dann wird gewürfelt, was du triffst. Wenn du den verkackst mit einer 1... Dann ist scheiße. Dann ist scheiße, dann darfst du normal würfeln. Ja. Und wenn du dann eine 1 würfelst, dann darfst du die Aktion nicht machen, darfst du gar nicht schießen. Okay, dann machen wir jetzt den Gunner-Test. Ja. 4 plus. Oh! Ja. Hat gepasst. Du schießt also auf den Turm. Genau, also drei Würfel. Die bestgepanzerte Stelle. Nicht ein Treffer. Nicht ein Treffer. Toll. Passiert. Nee, nicht bei einem Panzerjäger. Doch. Manchmal schon. Scheiße passiert. Okay, ja, so, dann bin ich jetzt dran. Ich habe auch gezielt. Nee, Quatsch, war ja schon. Nächste Runde. Ja, eben, ich würde gerade sagen, jetzt müssen wir schon wieder administrative Phase hier. Administrative Phase. Ich habe keine Karte gespielt. Ich kriege eine dazu. Den Marker einsammeln. Ja, jetzt tun wir die nicht in den Würfelbeutel. Nee, wir machen die mal offen hier so. So, und dann muss ich auf die Zeit würfeln. Warte, du musst, fehlt noch irgendwo ein Marker. Da. Ja. Hier sind noch Fahrmarker. Ich habe die auch schön gemischt. Sehr gut. So, und ich würfel für die Zeit. 5 Minuten. Ja, dann haben wir 10. Wir sind bei 10 Minuten. Das Gefecht geht 30 Minuten? Ja. Okay. So, dann Marker ziehen. Funktest. Ja. Du hast eine... Ja, du siehst durch. Du musst ja nur irgendwas sehen, ne? Ja, nein, ich sehe nicht. Sehe ich mich denn? Ja. Also bei mir auf die 3 plus, ne? Bei mir auf die 2 plus. Ich habe eine 1. Ich habe eine 4. Ich habe den nicht geschafft. Weißt du was? Ja. Ich habe noch gedacht, so als ich herfuhr, ich habe mich beim Einpacken die Antennen abgebrochen. Ist nicht so schlimm, du willst sie eh nur durch den Besenhaar setzen, ne? Siehst du. Aber ohne Antenne, scheiße Funke. Ja. So, das heißt, ich ziehe den ersten Marker. Ja. Ich ziehe den zweiten, der geht hier hin. Ja. So, ich darf ja gucken. Du darfst gucken.
Hier? Ja. Nee, du ziehst. Ich nehme den mal. Ja, das ist gut. Okay. Dann geht der da ein. So. So, dann können wir die auch gleich umdrehen. Ja. 1 und 3. Oh, das ist doch nicht schlecht. Dann habe ich hier die 4 und da hinten die 2. Okay, geil. Erstmal warte, was habe ich für eine Karte gezogen? Vielleicht ist hier noch entscheidend gut gewesen. Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Okay, ich habe Spiel Regroup. Ja. Das heißt, ich darf umstecken. Achso, die Marker umstecken. Die meine. Ja. Das macht daraus die. Obwohl, nee. Das ist egal. Ich habe eine Frage. Ist egal, überlebt das oder überlebt es nicht? Ich habe ja jetzt mit dem gespottet und gezielt. Das gilt auch immer noch. Und du hast auch geschossen. Ich habe auch geschossen. Ja, das gilt immer noch. Oh, warte mal, ich habe geschossen. Die AP wandert in den Slot. Genau, du musst dann nicht nachladen. Ich kann aber nachladen, aber das Spotten und Aiming und so, das bleibt bestehen. Ja. Das Spotten und Aiming bleibt bestehen, solange du. Der Richtschütze sitzt ja da. Ja, und, solange du den Sichtkontakt verlierst. Also, wenn ich wegfahre und du kannst mich nicht mehr sehen, dann geht erstmal das Aim weg. Oder wenn ich gespottet bin, geht das Spot weg. Es geht einen runter, wenn du aus der Sicht fahrst. Okay. Also, wenn du schon gezielt hast, dann hast du den nämlich ja schon im Fadenkreuz. Ja, ja. Das heißt, der Richtschütze weiß schon, wo der ist. Vorher weißt du, der Kommandant, da ist einer. Der sagt, hier, Feindpanzer auf 2 Uhr, in Kurve der Richtschütze sich einen Wund. Ah ja, da ist er. Mhm. Ne? So, und jetzt ist der aber weg. Und der Kommandant sagt, Feindpanzer, scheiße. Und dann weiß der Richtschütze null, wo er ist. Ne? Okay, Nummer 1 hat Halt und möchte... Da habe ich schon Fahrbefehle gegeben? Nee, ich habe noch keinen Fahrbefehl gegeben. Okay. Weil ich mit meiner Karte noch beschäftigt war, hier Regroup, die ich dann gespielt habe, um nicht zu benutzen. Und sage. Ja, ich habe ihn auch fertig. Zielen. Ich ziele auf dich. Spotte dich. Ich spotte dich. Du spottest mich. Warte mal. Der ist offen. Denk dran. Test. Spotten muss keine Aktion sein. Ah, ja, genau. Das ist ein Commander-Test, ne? Ja. Auf die 2. Ja, geschafft. So, das heißt, es ist keine Aktion. Du kannst direkt zielen. Ja, dann ziele ich. Ja, geil. Und wenn du zum Beispiel Spähpanzer hast und die spotten jemanden und die haben Funk, dann haben alle den gespottet. Oh. So wurde mir berichtet. Die Regel habe ich noch nicht gesehen. Von Leuten aus England, wo ich denke, die waren und die als Spieltester genannt worden sind, sind okay, die werden das wohl wissen. Ich könnte jetzt noch Nebel spielen. Jetzt ist die Frage, ob ich mich einnebel oder dich einnebel. Na, wenn du mich einnebeln möchtest, musst du eine Nebelgranate geladen haben. Nee, hier steht Focus. Achso, du hast eine Karte. Place a smoke marker on any friendly or enemy tank. Ja. Wenn du sie auf mich nebelst, ist egal, verlierst du einen Würfel beim Schießen. Ja, wenn ich den jetzt einnebel, dann kriegt er. Beim Schießen auch minus 1. Aber du auch, wenn du jetzt auf mich schießt. Du hast geaimt und so weiter. Mhm. Der ist feuerfertig. Wer ist? Der feuert gleich. Der feuert gleich. Dann setze ich mal einen Nebelmarker da drauf. Ja. Versteckt. So. Gut. Dann aber ist aber erstmal er hier dran. Ach, siehst du, der hat. Kann auch. Ja, okay. Zielt der? Aimt der? Ich glaube, der kann jetzt feuern. Du hast nachgeladen. Ja, aber ich hab einmal von ihm, der aimt auch. Ich habe 2 Aims drauf. Ja, genau. Ne? Ja, so. Dann ist der Nebel nicht schlecht. Er schießt natürlich, Haltbefehl, und feuert seine Main Gun ab. Ja. Das heißt, ich habe nur noch 2 Würfel durch den Nebel. Ja. Und was schießt du? Ich schieße auf die Seite. Ja. Ja. Und Turm oder? Ich will das Ding einfach nur treffen. Okay. Ja, macht glaube ich bei dem. Kein Unterschied. 2 5, also getroffen. Ja. So, Armor Penetration von der Seite. Was hast du, Seitenpanzerung? Seite, Turret, ne? Nee, warte, ich muss erstmal gucken, was ich treffe. Genau, ich treffe 3. Hull. Hull. Ja,
ist eine 3. Ja, da bin ich mit 8 ist einfach. Der ist zerstört, ne? Der ist zerstört. Kann nichts machen. Nee. Wir haben kein Ambush-Gelände, gar nichts. Nee. Ja, dann lasse ich das einfach so liegen. So, meine 3 ist gerade dahin. Ja. Also ich glaube, tatsächlich solltest du keinen Zug spielen, der nur aus solchen leichten Panzer geht. Nein, man braucht auch was Dickeres. Was also Schirmel oder so musst du schon mitnehmen. Ja, und du musst halt mindestens, also einen kannst du mitnehmen, der irgendwo steht und was wegsnipet. Ja. Ne? Und Sherman, der dann die Bewegung macht. Wir haben halt den Vorteil mit dem oben offen und du brauchst halt, ne, das ist schon ganz cool. Und eine relativ dicke Schieße für wenig Punkte. Ja, das stimmt. Ne? Deine 4. Gut, du bist ja, müsstest dich jetzt, ja, was hat denn der für einen Befehl? Fahrbefehl. Halt. Ja, blöd. Halt hat er. Kannst du einen Turm drehen? Ich kann. Naja, eigentlich nicht, weil das Haus ist dann im Weg. Du kriegst den Turm dann niemals rum. Also wenn wir es jetzt realistisch betrachten, würdest du... Ne, pass auf. Weil, was ich machen kann, und das mache ich, als meine taktische Aktion, weil der ist weg, das heißt, mein Aim hier ist auch 5. Ja, Popo, ist auch weg, ne? Hast auch schon weggenommen, ne? Ja. Ich scoote als taktische Aktion. Ja, das kannst du machen. Ne? Und dann kann ich den Turm drehen. Vielleicht. Ja. Nur mit einer 1. Warte, ich schieb dich mal... ein Stück vor. Und pass mal auf, lieber Sascha, natürlich kann ich den Turm drehen. Warum? Weil man Türme ja auch rumdrehen kann. Ja, aber da bleibst du auch am Dings hängen. Ja, mit einem, zwei, einer mehr, hätte das geklappt. Also jetzt, klar, jetzt ist eine Regelauslegung, ne? Wenn das Buch sagt, nee, du kannst das, aber ich würde es, also wenn... Nein, nein, das ist, ich finde das auch, ich finde das absolut, absolut legitim. Weil das war ja auch, wenn... absolut. Also das Spiel ist ja natürlich auch... soll ja halt den Panzerkampf detailliert darstellen. Und dann, finde ich, geht das auch nicht. Und es gibt ja extra auch die Regeln, dass du halt nicht mit Turm auf 90 Grad in den Wald fährst. In Wald fährst, ne? Ja, ja, genau. Das ist absolut fein für mich. Okay, dann sind wir jetzt in der zweiten Round. Ja. Yeah. Okay, neue Fahrbefehle. Ja, ich habe meine Fahrbefehle gegeben. Okay, ich auch. Halt! Ja. Und ich habe jetzt... Du hast gezielt, ne? Nee, was diese. Ja, ich hab schon die Zielung drauf. Das heißt, ich kann jetzt feuern. Ja, dann feuer. Feuer. So, das heißt 3 Würfel. Ja. Ich möchte auf den Turm. Dann muss ich den Gunner-Test machen. Da ich aber einen guten Gunner drin habe, gelingt mir das schon auf die 2. Ja. Das heißt, 3 Stück auf den Turm. Und es ist sogar sehr nah. Das ist egal. Das ist egal. Tatsächlich ist das. Gibt es dir. Ja, es ist ein Treffer. Das ist ein Treffer. So, jetzt musst du gucken. Du hast den Turm getroffen. Ja. Mein Penetration-Wert ist 8. Ja. 1W6 dazu. 10. 10. Du triffst mich jetzt am Turm von der Seite. Ja. Da habe ich nur einen Panzerungswert von 6. Oh, also 4 drüber. Ja, also zerstört. Zerstört! Ja, im 10 konnte auch ein Panther killen. Ja, super. Ja, wenn du von der Seite triffst, ist... Aber jetzt ist für mich halt eine ganz schöne Gurkerei, ne? Ich komme hier nicht mehr durch. Jetzt muss ich... So, deine Aktion. Meine Aktion ist... links fahren. Ja. Viel Zoll nach vorne. Ja. Ist ja wenigstens in die guten Gewehe auspacken können. Und eine Fraktion. Das guten. Bist gut. Bist du draußen? Ich bin immer nur draußen. Warum sollte ich reingehen? Ja. Okay, achso, ich muss ja jetzt erstmal hier meine Munition wieder. Naja, ich bin auch ausge. Der ist kaputt. Ja, bei mir auch. Die sind kaputt. Ja, und der andere hat aber geschossen. Und der ist auch kaputt. So, aber ich will. Scooten. Ja, auf 3 Zoll. Könntest du sogar noch? Ach nee, du hast ja jetzt gescootet, darfst du nicht mehr. Ich darf nichts mehr
Dann geht es jetzt in die... Achso, Admin-Phase. Ich darf eine neue Karte ziehen. Ich auch. Ich darf zwei neue ziehen. Dann Marker einsammeln. Ja, das ist nicht mehr viel. Oh, play when drawn. Effect. Discard this card and activate one asset card. Okay, ich muss es jetzt sofort machen. Ja. Okay, if you can trace a line of sight from your side's base edge to an enemy tank, resolve an attack. Ja, das kann ich machen. So, ich darf jetzt drei Würfel werfen, weil ich schieße nämlich mit einer M5 Antitankern auf dich. Von wo? Von meiner Base Edge. Ja. Das funktioniert. Roll 3 Dice. Ich brauche eine 6. Penetration wäre 5. Nein. Okay. Schade. Ja. Airstrike. Auch nicht schlecht, ne? Was du alles hast, doch. Ich habe Infanterie gehabt. So, also wir haben Karten gezogen, wir haben einen Marker. Wo ist deine 2? Meine 2 liegt hier. Okay. Und dann kommen wir jetzt wieder dahin. Und dann müssen wir einen Funktest machen. Und hier ist es gemischt. Stufe 3. Oh, nee, ich hab's verkackt. Ich hab noch 2. Ja, ich hab's geschafft. Okay. Witzig auch, ne? Ach, Zeit haben wir noch nicht geworfen. Ja, ich bin dran, ne? Ja. Ich würde auch noch ein, 5 Minuten. So, ich habe meinen genommen, das ist deiner. Den musst du verdeckt hinlegen an, ne? Das oh, ja, genau. Ich habe hier 1. Ach Mensch, was ein Zufall. So, Farbe fehlt. Ja, okay. Bitteschön. Fangen Sie mal an. Ich fahre vorwärts. Ja, klar. Quatsch, rechts habe ich aufgeschrieben. Erstmal fahre ich vorwärts. Und dann drehe ich mich nach links. So. Okay. Ich fahre. Achso, was machst du denn als Option? So, pass auf, jetzt. Fahrer guckt? Nee, ich habe ja. Ich muss ja erstmal. Erstmal spotte ich dich. Ja, durch den Fahrer. Durch den Kommandanten. So. Lass mal wieder rankommen, es klappt auf die 2 Plus. Das ja, klappt. So. Funktioniert. Das heißt, das ist keine Aktion, ich habe dich gespottet. Ja. So. Jetzt sagt der Lohn, der Gunner, aber Chef, ich habe doch noch gar keine Murmel im Lauf. Ja, dann aber jetzt mal zügig. Und jetzt möchte ich eine taktische Aktion machen und direkt mal durchballern. Fast Load machen. So, jetzt hier 4 Plus. Dann schafft das mein Rookie Gunner auch. Ja, ja, okay. Der rammt die direkt ins Rohr. Und jetzt ziehe ich eine Eventkarte. Teamwork makes Dreamwork. Das zählt nicht als taktische Aktion. Okay. Und jetzt ziehe ich. Also du hast jetzt geguckt. Ich bin jetzt, ich habe jetzt drin und bin feuerbereit. Nächstes. Okay. Also meine Fahraktion ist zurück. Ja. Ich kann mich nicht sonst drehen. Aber ich richte mal den Turm aus. Ja. Naja, weiter geht nicht, aber ja. Dann würde ich rausgucken wollen. Ja. Das heißt, das ist der Commander-Test auf die 2. Das funktioniert. Ja, dann bin ich auch gespottet. Und spotte dich mit der Aktion. Ja, das ist ja keine Aktion. Darf ich jetzt aim. Okay, du ziehst. Gut. Aber du hast ja gar keine Munition drin. Ja, stimmt. Aber ich ziehe da halt schon mal. Ja. Das ist doch schon mal erstmal. Kann man noch machen. So, Farbefehle. Also ich habe Halt gegeben. Ja, mach. Ah, und jetzt schieße ich. Ja, bitte. 3 Würfel. Aber worauf schießt du denn? Hä? Worauf denn? Das ist ein guter Punkt, denn ich versuche auf den Turm zu schießen. Ja. Weil hier ist ein Ambush-Terrain. Ah, da kann das heißt, du hast auf jeden Fall Hull Down. Ah. So, und da muss ich jetzt aber tatsächlich nachgucken, wie das läuft. Ja, gut. Also, so, wir waren jetzt dabei, also du bist Hull Down durch die Schweine. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt normal auf dich schießen würde, dann würde ja, und ich nicht sage, ich schieße irgendwo hin, dann wird gewürfelt, was ich treffe. Ja. So,
1, 2 treffe ich das Fahrwerk, 3, 4 treffe ich die Wanne und bei 5 und 6 treffe ich den Turm. Genau. Dann kommt aber dein Hull-Down-Wert ins Spiel. Ja. So, der ist in diesem Fall 3, glaube ich, ne? Hull-Down, Moment, steht auf der anderen Karte, ist die Wahl eingetroffen. Aber 3, ja. 3, so. Das heißt, alles, was unter 3 ist, unter und gleich 3 ist, wird ignoriert. Ah, okay. Das heißt, Fahrwerk und, ne, das heißt, ich würde nur auf die 4, 5 und 6 was treffen. Das heißt, ich würde nur die Wanne und wahrscheinlich den Turm treffen. So, wenn ich jetzt also das umgehe, indem ich sage, ich ziele auf den Turm. Okay, dann musst du den Commander-Test machen. Also versuche ich zu umgehen. Ja, du musst den Gunner-Test machen. Mhm. Ja, das ist immerhin eine 4 plus. Nein. 2, das heißt, ich darf nicht gezielt auf den Turm zielen. Ich muss jetzt würfeln, wohin ich schieße. Okay. So. Und wenn ich jetzt 1, 2, 3 würfel, habe ich den Schweinestall getroffen. Okay. Nein. 4. Du triffst das, heißt, dann ich treffe die Wanne. Ja. So. Und da ist Wanne von der Seite. Nee, ist von der Seite? Ja, klar. Ist Seite. Ja, dann. Aber nur ein Schuss? Oh, nee, ich muss dreimal würfeln, ob ich dich treffe, genau. Ja. Ich habe gar nicht gewürfelt, ob ich dich treffe. Ja, der, also wirklich. Ich treffe dich auch nicht. Die 4? Nein, ich brauche 5 und 6, um zu treffen. Ach so, ja, du brauchst ja. Nee, du triffst doch die 4. Nein, nein, ich treffe auf 5 und 6. Ach so, okay. Das ist ja der Wert meines Panzers. Der trifft auf 5 und 6, egal wie weit du weg bist. Okay. So, habe ich nicht getroffen. Ja, stimmt, ja, okay. Ja? Und dann, wie gesagt, den erst eigentlich erst über 5. Nee, okay. Erst sage ich, ob ich das den Tag will, dann treffen. Okay. Dann gucken, wo du triffst. Okay, alles klar. So, das haben wir jetzt gemacht. Ja. Jetzt ist der wieder leer. Ja. Der hier kann man nicht weg, der ist nämlich kaputt. Kaputt. So, das heißt, meine Fahrgeschichte ist links drehen. So. Und 4 Zoll nach vorne. Zack. So. Dann, ich bin ja schon im Aiming-Modus. Ja. Als Aktion. Fast Load, okay. Ja, da muss ich für würfeln, ne? Genau, musst du einen Crew-Test machen. Ist das der Commander oder der Gunner? Nee, der Gunner macht das. Ja, da habe ich einen guten, 2 plus. Ja, der auf die 3. Schafft er, dann hast du direkt geladen. So, Munition ist drin. Oh, warte mal, kann ich nicht da diese Special-Muni noch laden? Du kannst jetzt laden, was du willst. Du kannst jetzt die Special-Muni. Ja, dann lade ich doch jetzt meinen Einzel, das ist der Einschuss, den ich habe, ne? Dann lade ich die jetzt rein und bin jetzt ready. Ja. Dann gehen wir in 3. Part Nummer 3. So, ich zuerst. Ja, erstmal Fahrbefehle, ne? Erstmal Fahrbefehle. So, Fahrbefehle habe ich gegeben. Mein Fahrbefehl ist Halt. Ist das immer noch Hull Down jetzt? Ist ja von da nach da, ne? Muss, wenn Linus Halt über das Gelände geht. Nö. Okay, dann ist es nicht Hull Down. Das ist nicht Hull Down. Für dich dann auch nicht. Ah, Mist, ich hätte hier doch diese Gun-Action machen können, die Lade-Action, ohne dass ich einen Test machen muss. Aber gut, ich habe einen guten Gunner. Ja, du hast einen guten Gunner auf jeden Fall. Ja, dann. Wahrscheinlich Halt, ne? Ich habe Halt und als Action. Ach, du hast gefeuert? Ich habe ja gefeuert. Du kannst gar nicht mehr schießen. Ich kann nicht schießen. Aber ich kann Rauchgranaten, also mein Smoke aus dem Panzer, glaube ich, einmal. Mache ich jetzt. Das heißt, ich habe Smoke. Okay, der ist ja Schrotti hier. So, da bist du dran. Gut, ich habe Halt. Ja. Ich habe... Nee, du bist doch gerade gefahren. Ah ne, das war eine Aktion davor. Ja, genau. So, ich habe gezielt. Ich habe dich gespottet. Ich habe die Mumpel drin. Ja, dann gib Gas. Feuer. So, du bist jetzt allerdings genebelt. Das heißt, du würfelst mit 2 Würfeln. Mhm. Ich mache einen Crew-Test, weil ich schieße auf den Turm. Warum? Warum eigentlich, ne? Warum? Der Turm ist das beste Panzerte bei mir. Was ist die Wanne? Die hat nur 12. Der Turm hat 13. Achso, ja, da möchte ich auf die Wanne schießen. Ja. Dann ist es aber trotzdem ein Gunner-Test. Ja. Okay, auf die 2. Oh. Das ist eine 1. Ja. Nochmal würfeln. Ach ja, eine 1. Oh, okay. Wenn jetzt eine 1 gekommen wäre, hättest du nicht schießen dürfen. Ja, okay. Jetzt so darfst du einfach, jetzt schießt du ganz normal. Erst treffen. Erst treffen und dann gucken, wohin. Genau. Mit 2 Würfeln war ich ja im Sprung. 5 oder 6. Genau. Nein. Daneben.
Oh, das heißt, die Mumpels raus, diese Spezialmunition. Die Spezialmumpels weg. Oh, nee. Ja, gut, okay. Gut, dann sind wir jetzt wieder in der Aufräumphase. Ja, der Smoke bleibt so lange, bis man sich bewegt. Warte mal. Play anytime, remove all smoke markers. Ja. Wollte ich nur so sagen. So, neue Runde, neues Glück. Ja, ich krieg zwei neue Karten. Wer hat ich würfel gerade, ne? Ich würfel? Ne, du hast ich. Ja, ich würfel. Ah, dann kannst ein oder zwei würfeln, ne? Drei. Okay. Okay. 18 Minuten? Ja. Warte, brauchst du nicht. Achso, können wir ja umdrehen, genau. Oh, die muss ich. Ich habe wieder extra Reinforcement. Ja. Oh. Dann spiele ich doch mal die Tank Hunters. Ja. Und zwar: Resolve an attack on an enemy tank within 6 inch of a piece of uncleared ambush terrain. Das haben wir hier tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. So, to hit roll 3 dice, needing a 6. Penetration 0. The ambush terrain counts as cleared after the attack. Hä? Aber 0? 0 Penetration? Ja. Hä? Okay. Ja, ist eh vorbei. Aber das ist dann clear. Aber zum Beispiel von der Seite haben die ja nur 6. Ach so, ja gut. Dann und ich glaube, Tanker das können auch das Engine Deck tracken und die haben dann nur 4. Mm, okay. Und dann kommst du mit einem Würfel durch. Also ja soll mit Mordor's Hopfisi und so, ne? Ja, ja, okay. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob man Karten noch einfach so ablegen kann. Weil. Okay, das ist ja nice. Okay. Ja, ich habe. Ah ja, gut, die kann ich discarden, zwei Stück. Dann kann ich mich zwei neue ziehen, weil ich habe keine Reinforcements. Okay, das ist gut. Das ist genau das, was ich brauche. So, dann müssen wir wieder. Ach so, ja, wir haben ja. Neue Runde, neues Glück. Nicht gucken. Du schummelst hier. Der Warlord-Mann, ne? Der schummelt hier. Der volles Warlord, geht nicht. So. Ich habe die auch geschnitten. Ich weiß ja, wie die Karten sind. Ach so. So, Farbefehl ist eindeutig. Ja, alles eindeutig, ja. Komm mal. Ich habe dich auch noch gespottet und geaimt bin ich auch noch. Ja, du hast keine Kugel drin. Jetzt kommt so eine Karte. Hier, genau. Ich habe jetzt drei Stück drin, auf einmal nein. drin. Aber ich habe tatsächlich die Karte Until the Breach. Ja. Und ich kann eine Load Main Gun Action machen. Ja. Und ich kann den Force Load automatisch schaffen. Ja, okay. Ohne Test. Ja gut, ist aber trotzdem eine Aktion. Ach nee, du spielst die Karte. Das ist eine Aktion. Ach so. Das ist meine Aktion. Ich spiele die Karte, ja. Aber ich muss ja die Ladeaktion, ja. Und ich mache aber die Force Load Aktion ohne Test. Ja, okay, du hast das ja heißt, die klappt. Du hast den schlechten. Und ich lade auch die Spezialmuni. Ach so. Weil es kann. So, ich habe einen Farbefehl vor. Und somit kannst du mich ja gar nicht mehr treffen. Du kannst jetzt erstmal gar nicht schießen, ne? Wieso kann ich dich nicht treffen? Du bist doch immer noch in meinem Frontbereich. Ja, aber du hast die Kanone nicht auf mich ausgerichtet. Das macht nichts. Ach, solange jetzt macht das nichts. Du kannst die Kanone noch, deshalb zielt der doch, der richtet nach. Ach so, der solange, wenn du nicht mehr, ne, wenn das Ziel nicht mehr im Frontbereich, und das ist knapp tatsächlich, ja, okay. Im Frontbereich des Dings ist, also in dem Seitenbereich bist, und wahrscheinlich bist du im Seitenbereich, dann kann ich tatsächlich okay. Ne, nicht ausrichten, weil sonst musst du ja immer genau, nee, yeah. Es geht einen Millimeter daneben oder so, ne? Das ist Quatsch. Aber wenn du halt aus dem Frontbereich, der hat ja auch Front-Seitenbereich, ne? Und das hier ist Seitenbereich, du bist auf jeden Fall im Seitenbereich, ne? Dann ist das tatsächlich so, dass ich den Turm nicht drehen kann. So, du bist ja immer noch, ich habe immer noch Aim auf dich, ne? Ja, ich habe ja letzte Runde geschossen, Aim ist immer noch da, alles ist cool. Dann würde ich auch mal hier Unto the Breach, also schiebe ich auch direkt durch. Ja. Zack, geladen. Teamwork wäre jetzt eine geile Karte, ne? Was? Teamwork. Ja, ja. So, ja, mehr kann ich jetzt ja auch nicht machen. Warte mal, ich habe aber noch
Ah ne, das war meine Aktion. Ja, ja. Okay. Dann geht's. Aktion. Neue Fahrrunde. Ja, neuer Fahrbefehl. Ja, das ist jetzt einfach. Du darfst ja als erstes. Ja, weil ich kann jetzt den Turm drehen. Das zählt nicht als Fahren. Also ist Halt? Ist immer noch Halt. Ja, okay. Du bist ja geladen, ne? Ich habe geladen und ich... Und entsichert. Und ich schieße jetzt auch. Verdammt. Ich habe mit dem Turm drehen, da muss ich auch nochmal genau nachgucken. Ja, ob das tatsächlich irgendwie... Ja, aber eigentlich fährst du den Panzer nicht. Und das ist ja, 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 aber eigentlich der Turm geht ja... Der geht mir, das ist ne? Ja, dann wäre ich mit 3 Würfeln dabei. Gehalten, gezielt und geschossen. Du brauchst ja aber 5 und 6. Ja, ja. Davon reichen mir aber eine. Oh Mann. So, getroffen. Was ich treffe... Ja... Es ist der Turm. Der Turm. So. Von der Seite? Nee, den Turm treffe ich von vorne jetzt. Du hast dich ja so gedreht, ach, ja, dass ich genau, den Turm von vorne treffe. Dann ist es eine 7. Dann ist es eine 7. Du bist sowieso einen schon mal drüber, ne? Einen bin ich schon mal drüber. Und jetzt bin ich also, direkt zerstört. Oh Mann. Ja. Okay, das waren... Das war 18 Panzer. Und 18 Minuten Gefecht. Und in 18 Minuten hast du 3 Dinge ausgeschaltet. Ist machbar, ist realistisch. Nun, wir hätten ja zu Ende, wären wir 24 Minuten wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, aber es ist halt, ja, das ist schon realistisch. Ne? Cool. Ja, das Demospiel war nicht erfolgreich. Weil ja, du müsstest mir das ja jetzt eigentlich hätte ich gewinnen müssen. Ja, du schießt halt scheiße. Okay, vielleicht war es für den Anfang auch schwierig. Ich habe ja natürlich schon, M10 ist natürlich schon eine Sache, die sind auch im normalen anderen Spielen, ist ein M10, austeilen tut der ganz gut. Einstecken kann der halt gar nicht. Ja. Das ist egal, bei welchem Spiel man das spielt. Und ich glaube, 3 Stück davon war jetzt, glaube ich, fürs erste Demospiel. Ich glaube, wenn ich jetzt 2 Shermans mit reingepackt hätte, wäre das noch ein bisschen geiler gewesen. Ja, die hätten den einen oder anderen Treffer mehr weggesteckt. Ja, das, ne? Glaube ich auch. Das, und das musst du halt auch haben. Ne? Also, und ich habe natürlich auch extrem gut gewürfelt. Ja, natürlich. Und verhältnismäßig. Ja, ja, ja. Ja, aber hat es dir denn gefallen, Sascha? Ja, ich fand es tatsächlich gut. Ich wusste ja nicht, auf was ich mich hier einlasse. Ich auch nicht. Ja, stimmt. Für dich war es ja auch das erste Mal. Und natürlich denkt man erstmal so, Achtung, Panzer, Tank War, Bolt Action, Warlord Games, das verbindet man ja irgendwie. Aber ich muss sagen, es ist ein eigenständiges Spiel. Das war Sinn der Übung. Ne? Ja. Das ist ein eigenständiges Spiel, das den Menschen, die noch gar nichts mit Zweiter Weltkriegsspielen oder historischen Tabletop-Spielen zu tun haben, auch den Einstieg so ein bisschen leicht machen soll. Weil wir haben jetzt mit 5 Panzern gespielt, ja, also, kannst es auch mit einem Panzer schon spielen. Ja. Und gerade ich meine, so ein Panther, das sind, was ich, 20 Teile von Warlord, ne? Den hast du in einer Stunde zusammengebaut, ja, und der ist schnell bemalt und es gibt dann überhaupt keine Ausrede mehr, es nicht zu probieren. Ja. Und ich glaube, du hast auch in dem Spiel gemerkt, man kann es sehr gut auch mit mehreren Leuten spielen, jeder einen Panzer, weil man hat genug zu tun mit dem einen, ja, Panzer, und dementsprechend ist die Einstiegshürde da sehr gering. Und für die Veteranen unter den Spielern ist es natürlich die perfekte Gelegenheit, endlich mal die großen Katzen und die, ja, großen Autos rauszulassen. Ja, das, ne, stimmt. Und ich muss auch sagen, einsteigerfreundlich, ja, ist es. Aber ich muss auch sagen, trotzdem hat man sehr viel taktische Möglichkeiten, die man hier in diesem Spiel verwenden kann. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie, ich roll ein paar Würfel und fahre ein bisschen mit dem Panzer übers Feld, sondern ich muss schon auch so, okay, ich muss halt Munition, muss ich nachladen, ich muss dich spotten, ich muss zielen. Also man hat da schon eine Menge Möglichkeiten, was man machen kann. Ne? Ja, du hast durchaus, ja, es ist halt detaillierter Panzerkampf. Ja, ne? Und es ist halt ein bisschen näher dran, als es in Bolt Action ist. Ja, ich fahre, ja, ich schieße. Und das war ja... Ja, nicht, dass es gefehlt hat, da gibt es ja auch schon andere Spiele in, ja, dem Bereich, aber das ist halt jetzt von uns das Spiel und mir hat es jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Da kommt auch hoffentlich noch einiges. Also was im Regelbuch ganz klar drin steht, ist, dass es noch weitere Nationen geben wird. Ja. Aktuell für den Start sind halt die 4 großen Nationen, wie wir sie immer nennen, erhältlich. Die Briten, die Amerikaner, die Deutschen und die Sowjets. Mhm. Alles andere wird dann später in weiteren Ergänzungen kommen. So steht es zumindest im Regelbuch drin und da halten wir uns dann schon. Und auch die Zeitspanne ist ja jetzt erstmal so Mitte bis spät. Mhm. Das heißt, mit Panzer 1 und Panzer 2 oder kleinen polnischen Tanketten wirst du am Anfang hier in diesem Spiel erstmal nichts werden. Das aber kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. Also ich meine, eine Wüstenergänzung oder eine, ja, Blitzkriegergänzung wäre ja
absolut machbar. Und die Japaner fehlen halt auch noch. Also eine Pazifik, ne, mit Regeln extra für Panzerkampf im Dschungel. Ja. Das ist ja nochmal ein anderes Gefechtsfeld. Mhm. Ja. Was wir hier auch gar nicht gemacht haben, obwohl wir sie auf dem Tisch hatten, sind natürlich so Bocage. Die haben auch nochmal extra eigene Regeln für die Normandie. Okay. Und ich sag mal so, wir haben auch die Assets und die Eventkarten noch nicht so ausgespielt, wie wir das vielleicht im richtigen Spiel dann machen. Da gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten. Liegt auch daran, dass ich nur eine hatte. Finde ich aber auch gut. Das ist wieder noch ein weiterer taktischer, ein taktischer Gegenstand, den man einfach noch nutzen kann. Ne? Wenn ich so eine Eventkarte spiele, da kann ich mir einfach, wir haben es ja gesehen, ich habe, glaube ich, 2-3 Mal dieses Reinforcement gehabt, da kann schon noch was gehen. Ja, ich meine, es war ja auch ziemlich mutig von mir, einfach in dieses Dorf, das völlig überhaupt unaufgeklärt war. Wir hätten ja in jedem Haus Panzerfaustschützen setzen können. Ja. Oder Pier-Trupps oder was weiß ich. Ja, Das hätte auch schief gehen können. Ne? Ja. Und dann bist du sehr schnell den Panzer los, der da so mutig durch die Straßen prescht. Ne? Aber manchmal muss man halt eben auch risikoreiche Manöver fahren. Ne? Was ich auch gut finde, ist tatsächlich dieses Ambush-Gelände, dass man vor dem Spiel quasi Gelände deklariert, was tatsächlich auch wirklich Deckung bietet und wo verschiedene Dinge noch passieren können. Ich bin immer ein sehr großer Freund von zufälligen Ereignissen. Das finde ich sehr, sehr gut umgesetzt hier, dass man einfach verschiedene Geländestücke deklariert. Aber ja, so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin sehr überrascht. Ja. Und ich bin sehr positiv überrascht und freue mich jetzt auf das Release auf jeden Fall. Und ja, wir werden das definitiv weiterverfolgen. Also, weil wir haben, wir haben ja gesagt, ne, wir können das auf 30 Minuten das Gefecht begrenzen. Und wir können ja auch relativ schnell das ganze Ding durchboxen. Ja, also wir haben jetzt mit 50 Punkten gespielt, also 51 gegen 52 Punkte. Das ist so, man sagt mal, Stunde Spielzeit, wenn man das dann kann. Ne? Das also 75 Punkte wäre für die Kampagne. Mhm. Ne? Dann kann man auch ein bisschen mehr reinnehmen, weil man mit der Kampagne auch empfiehlt es sich halt nicht gleich mit Königstigern oder Pershings anzufangen, weil man ja das Entwicklungspotenzial dann sich dann einfach damit verbaut. Ne? Und dann können die Besatzungsmitglieder auch noch verbessert werden. Mhm. Das heißt, du musst nicht mit deinem Einstern Richtschützen nehmen, sondern der kann sich verbessern. Er kann allerdings auch sterben. Ja, gut, okay. Und dann ist das natürlich, dann muss man den wieder ersetzen. Ne? Ja. Und da, das ist für mich halt der Teil, den ich glaube ich noch am spannendsten finde dann, wo sich das volle Potenzial entfaltet, wenn du noch diese After-Action-Phase hast, was ist mit meinen Leuten passiert? Die Fahrzeuge werden ersetzt, also du kriegst den gleichen Typ, aber du kannst an die Fahrzeuge halt auch noch Verbesserungen anbauen. Also die können einen besonders effektiven Tarnanstrich bekommen zum Beispiel oder ein Repair-Kit, wo sie dann halt sich in der Schlacht reparieren können. Ach, in der Schlacht? Ne? Gut. Ne? Okay, hat man auch schon mal irgendwie so, aber diese zusätzlichen Anbauten würdest du dann verlieren, wenn der Panzer weg ist, aber deine Besatzung überlebt. Mhm. Blöd wird's, wenn die Besatzung dann auch stirbt. Mhm. Ne? Weil die kriegst du dann nur sehr schlecht, also nur mit nur sehr schlechten Ersatzleuten dann. Halt so eine freshe Panzercrew, die halt unerfahren ist. Und genau. Ne? Mhm. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man zum Panzerass wird. Okay. Das heißt, dann hat man eben noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Fähigkeiten als Panzerkommandant. Ich finde es auch gut, dass man am Anfang quasi auch so ein bisschen würfeln muss, wie viele Sterne man hat, die verteilen muss und so. Finde ich auch eine geile Option. Ja, und vor allem macht es halt jede Schlacht anders. Du spielst mit denselben beiden Panzern, aber du kannst Glück haben und hast echt gute Crew dabei. Mhm. Oder du hast halt 5 Daubis am Steuer und nichts gelingt dir. Ja, ne? Ja, das stimmt schon. Also ja, ich bin wirklich positiv überrascht. Offizieller Release-Termin ist jetzt 13. April. 13. April. Das heißt, ihr habt jetzt noch einen knappen Monat quasi. Könnt ihr das Ganze noch vorbestellen? Geht zum Händler eures Vertrauens, bestellt es vor. Der ein oder andere zögert halt noch aus Gründen, weil halt man sich ja unter den neuen Sachen auch nichts vorstellen kann. Wir haben aber allen Händlern, die eine Vorbestellung abgegeben haben, die Mut gehabt haben, haben wir eine kostenlose Demo-Box versprochen. Okay. Und die sind diese Woche eingetroffen. Das heißt, die werden jetzt verschickt. Okay, das heißt, im Handel wird man dann auch schon die ersten Demos... Das heißt, Händler und so, die sich soweit committed haben, sagen, okay, nee, ich nehme ein Starterpaket von euch, die können halt dann entsprechend Demos anbieten. Okay. Was der Händler natürlich dann auch die Lust zu haben, aber zumindest wird er eine Box haben, die man dann auch vor Ort aufmachen kann, reingucken kann, das Regelbuch mal sich in die Hand nehmen, sich mal durchlesen kann, gucken, wo haben der Horn wieder Blödsinn erzählt, soll ja vorkommen und dann seid ihr da auch noch ein bisschen besser informiert. Sehr gut.
Okay, und jetzt solltet ihr eigentlich alle richtig Bock auf Achtung Panzer bekommen haben. Wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, ja, der muss vielleicht jetzt einfach noch mal ein bisschen warten. Wir werden definitiv das Ganze mal so ein bisschen begleiten. Wir werden auf jeden Fall, sobald das Release da ist, wir werden die Box auf jeden Fall die Starterbox mal auspacken. Ja. Wir werden mal ein bisschen gucken. Okay, wir werden das Ganze auch mal durchrechnen, ne, weil das waren auch so ein paar Kommentare von euch. Ihr habt auf jeden Fall eine Ersparnis in der Box, ne? Weil ja verschiedene Panzer drin sind. Ja, du hast in jeder Starterforce sind 5 Panzer drin. Ja. Du hast in einem Grundspiel hast du auch 5 Panzer Stück, drin, ja. Ne? Plus das Spiel. Ja, eben. Ne? Und wenn sich die Einzelpreise dann halt eben angucken, Buch, Kartensätze, mhm. ja, dann weißt du, dass du da ja schon was Spaß, wenn du es nur wegen den Panzern kaufen würdest, ja. Allein schon. Aber du kaufst es ja wegen dem Spiel. Ja, es war so, dass was mir so ein bisschen, was so ein bisschen aufgefallen ist in den Kommentaren, war so ein bisschen, dass der Einstieg doch relativ teuer ist. Ne? Man liegt hier bei einer Starterbox mit über 100 Euro oder 130 Euro liegt die Starterbox, glaube ich. Und das ist natürlich schon für eine Starterbox so, sind wir, glaube ich, seit einigen Jahren anderes gewohnt vielleicht, dass man immer sagt, so ja, so um die 100 Euro, wenn wir jetzt nicht von Branchenprimus sprechen. Ja, gut. Ja, ne? Ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen abschreckend für einige Leute, wo die sagen, oh, okay, das ist natürlich schon 130 für die Starterbox, sondern nur eine Forcebox für 160, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, in der Starterbox hast du drin 2 Gebäude, 2 Panther, 3 britische Panzer, also weiß ich jetzt gar nicht mehr, welche das sind. Die Regeln, die Karten, die wir von Hand ausgefüllt haben, für die Panzer, die drin sind, ja. Und die Token, die wir auch mit Papierschnipseln improvisieren mussten. Das hast du alles drin. Für den Einstieg reicht theoretisch das Buch. Wer Bold-Action-Spieler ist, der hat sowieso Zeug zu Hause. Der hat die Panzer zu Hause. Es reicht theoretisch das Buch und du machst es so, wie wir es hier gemacht haben und schneidest dir das alles aus. Du hast alle Asset-Cards in dem Buch drin, auch für die beiden, also für die Nationen, die nicht im Starter-Set sind, die Amerikaner und die Sowjets. Okay. Du hast, die sind nämlich nicht in der Starterbox drin. In der Starterbox sind nur die Assets gerade für die Briten und für die Deutschen drin. Ach so, okay. Jetzt sind die Assets aber nicht so großartig unterschiedlich von Nation zu Nation, dass man das nicht, ja, proxen die, könnte. Die habe ich aber in den Force-Boxen mit drin. In den Force-Boxen sind die dann wieder drin. Okay, alles klar. So, und du kannst aber, wie gesagt, du kannst mit dem Blanko aus dem Buch kopierten Einheitskarten kannst du wunderbar arbeiten. Okay. Ja, es ist, dauert 3 Minuten, das Ding auszufüllen. Die Werte stehen alle im Buch drin. Das heißt, du brauchst wirklich nur das Buch, um einzusteigen, wenn du sagst, ich möchte einen günstigen Einstieg, ich möchte es ausprobieren und ich habe einen Arsch voll Panzer zu Hause stehen. Dann ist es ein günstiger Einstieg, ja. Das ist die eine Geschichte. Dann kannst du natürlich noch sagen, ich nehme noch die Tokens noch mit dazu, weil ich keinen Bock habe auf das Schneiden, dann wird es ein bisschen weniger günstig, weil du musst auch wieder Geld für ausgeben. Klar. Oder du sagst aber, ich bin total neu und ich möchte das anfangen. Und dann kriegst du für 130 Euro eine Box, die randvoll ist mit Panzern. Für 2 Spieler. Für 2 Spieler. Das heißt, du kannst dir das teilen und dann ist der Preis, finde ich, wieder... Dann ist okay, 65 Euro pro Person. Dann hast du halt, jeder hat so seine kleine Force und das Buch muss man sich teilen und man hat die Marke und so. Aber das passt dann schon. Ja. Wenn man für 2, ich glaube auch, wenn man mit 2 Spieler anfangen möchte, die 130 Euro, das ist schon okay. Finde ich auch. Aber es war erstmal so ein bisschen, wo die Leute so, was, eine Forcebox, 160 Euro. Gut, bei Games Workshop reden die Leute da nicht so. Nein, weil es normal ist. Da sind sie es einfach gewohnt, diese Preise zu bezahlen. Da meckert dann auch keiner. Aber bei World of Games ist es natürlich schon so, es ist mit so einer der, ja, ich will nicht sagen die teuersten. Ihr habt natürlich auch so diese Stalingrad-Boxen, so die sind auch sehr teuer. Aber Schlacht um Berlin-Box ist ausverkauft. Schlacht um Berlin, die waren auch um die 200 Euro, ne? 350 Euro. Ja, genau. Ja, also das ist natürlich auch dann für Sammler und das ist auch für ein ganz anderes Publikum. Und wenn du sagst, oh, ich will das mal kurz ausprobieren, klar, dann legst du nicht eben 130 Euro auf den Tisch. Ja. Aber es reicht ja tatsächlich, um es auszuprobieren, das Regelbuch, Panzer, den du schon hast. Hast du noch keinen Panzer? Habe ich eingangs gesagt, es reicht auch ein Panzer, um damit zu starten. Und das ist, glaube ich, auch noch so, wenn man jetzt nochmal in diesen Mehrspieler-Aspekt reingehen möchte, das finde ich, glaube ich, auch gut. Man kann das auch locker mit 4 Leuten spielen. Mhm. Also das ist endlich auch mal wieder so ein Multiplayer, das gut funktionieren würde, weil aufgrund dieser Aktivierungsgeschichten kann man das super geil auf 4, da kannst du sogar 6 was auch immer spielen. Das ist natürlich nur dann, wenn einer dann wirklich raus ist. Ja gut, für den ist es dann langweilig, natürlich. Der muss dann Bier trinken. Aber es ist natürlich auch ein cooles Ding, zum Beispiel auf einer Convention, ne? Habe ich ja schon immer gesagt. Ich rede seit Jahren davon, dass man das hätte auch mit Tank Wars machen können. Hier geht es jetzt noch viel besser, weil es noch ein bisschen detaillierter ist als Tank Wars natürlich. Und da kann man auch auf einer Convention locker mit 10 Leuten, da gehst du als Spieler ran,
machst eine halbe Stunde mit deinem Panzer mit, vielleicht nur 20 Minuten. Ja. Wenn du dann draußen bist, ja gut, dann gehst du raus und dann kommt ein neuer Spieler wieder mit rein. Ja. Also total geil. Also für eine Convention kannst du 24 Stunden kannst du das Ding laufen lassen. Ja. Theoretisch, ne? Ja. Halt, du wechselst halt immer nur, ne? Genau. Apropos Convention, auf der Salut in London wird man das auch testen können. Die ist im April, Mai? Die ist im April. Im April, ne? Also alle nach London fahren und auf geht's. Ja, wir kommen mit dem Flieger ja schnell hin. Ja, das geht. Von fast allen Orten in Deutschland. Man kann auch schwimmen. Ja. Es gibt schon Leute, die haben den Ärmelkanal. Ja, ja, gibt es. So, also wenn ihr Bock auf Achtung Panzer bekommen habt, dann schaut gerne mal bei eurem Händler des Vertrauens vorbei. Gerne auch bei unserem Partner Fantasy Inn natürlich. Wir natürlich werden auch versuchen, da noch was zu machen. Ich habe mit dem guten Herrn nochmal gesprochen. Wir überlegen das nochmal. Vielleicht machen wir so eine kleine Vorbestelleraktion. Ansonsten hat das Fantasy Inn natürlich auch alles, was ihr in dem Bereich braucht. Ja. So. Danke, Jürgen, dass du da warst. Bitte gerne. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das in den nächsten Monaten... Erstmal sind wir euch noch eine Panzerschlacht schuldig. Noch eine, genau. Noch eine, die werden wir auf jeden Fall auch machen beim nächsten Mal. Und dann können wir ja mal überlegen, ob wir vielleicht so eine kleine Mini-Kampagne... Im Juli habe ich ja auch den Aaron hier für einen Monat. Ja. Vielleicht können wir da ein bisschen was zu dritt machen. Ja, gerne. Ne? Ja, gerne. Ja. Also. Aber wir versprechen nichts, aber wir können es ja mal andeuten. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Ja. So, dann schönes Wochenende. Tschüss. Und schön Ostern. Ach ja, ist auch bald. Tschüss.